Walk in this bitch. I stay to me. All my saints rock that Gucci. Walk in this bitch. I stay to me. All my seducers rock that green. Money where I walk, money where I talk. Flexing my skirt off. Welcome to Gucci. I'm looking Gucci, yeah. Niggas looking goofy. I'm looking juicy, like I'm in a movie. Pop a bitch, nigga, like how skirt, skirt, skirt. Then I get the fuck out. Heck, that's some pretty freshly cash in bitch, like looking icy king. Walk in this bitch, I stay to me. All my saints rock that Gucci. Walk in this bitch, I stay to me. All my seducers rock that green. I stay to me. My saints rock that Gucci. I stay to me. My seducers rock that green. Gathered heart attack. I'm a smart dresser boy, you know that's a fact. I'm on the top in my Saint Laurent. I'm down the stacks. I'm a smart dresser. I'm a smart dresser. Tell your friends to Google me, cause I'm a smart dresser. I got things with me about to teach a fashion lesson. All the pops around us don't really pay attention. With the only bag, walked in with all my haters, got a heart attack. I'm a smart dresser. You know that's a fact. I'm on the top in my Saint Laurent. I'm down in stacks. I'm a short wrestler. 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 Boy, you think you the black old man? You just a lesser. I'm the young slasher. You the fucking chester. I'm the fucking lessy. Look at all the diamonds on me dancing. I'm flexing. And I have killed 10 million broke niggas. Think you can't. I've never even spoke with you. Tell a nigga I must. Cause a nigga bow Chanel. And I smell like I'm really don't want to fuck with you. With the only bag. Walked in with all my haters. Got a heart attack. I'm a short wrestler. You know that's a fact. I'm on the top in my Saint Laurent. I'm down in stacks. I'm a short wrestler. 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 Bitch from Acapulco, she's a fucking snake. You need to cast that mother fucking ever. Bitch, you overweight. You niggas be some fucking haters. All you do is hating. I'm a dangerous and I don't hear what you niggas say. What you say? Hey. What you say? Hey. You niggas smoking fucking root and your breath is tame. What you say? Hey. What you say? Hey. You niggas fucking broke 10 million sevens in my bank. I'm a bougie god. I'm a bougie god. Got a bougie belt. And some yellow socks, and some red socks, and some blue socks. 60% is shot on the barrel. Sheogora. Walk in this bitch, I stay to me. All my saints rock that Gucci.
walk in this bitch. I stay zooming. Hey. All my seducers rock that green. Hey. Money where I walk, money where I talk. Flexing my skirt off. Welcome to Gucci. I'm looking Gucci, yeah. Niggas looking goofy. I'm looking juicy, like I'm in a movie. Whoa, pop a bitch, nigga, like how skirt, skirt, skirt. Then I get the fuck out. Heck, that's some pretty fresh lean cash in, bitch. Like looking icy king. Walk in this bitch, I stay zooming. Hey. All my saints rock that Gucci. Hey. Walk in this bitch, I stay zooming. Hey. All my seducers rock that green. Hey. I stay zooming. Hey. My saints rock that Gucci. Hey. I stay zooming. Hey. My seducers rock that green. Hey. Hallöchen. Hallo, hallo. Wer ist denn da? Ah, die Pansies. Hallo, ihr Lieben. Das ist ja der Hammer. Gleich mal dreimal Käseliebe rausgehauen von den Pansies alleine. Das ist ja oberkrass. Sorry, da verschlägt es mir glatt die Sprache. Und Unique Linchen ist da. Hallo, hallo, hallo. Und ja, der Cheeseburgermeister ist natürlich auch da. Ohne ihn läuft natürlich nichts. Er muss sich ja noch ein bisschen behaupten, nachdem ich ihn mir zur Brust genommen habe, nachdem er den halben Chat fast gebannt hat. Der alte Sack. Ja, das passiert halt, wenn man Cheeseburgern Macht erteilt, ne? Hey, ganz gut heute, war endlich beim Friseur. Jawohl, ich auch. Ja, guter Witz, nächster Witz, ne? Also ich, Unique Linchen, ich sag dir mal, ein Ort, wo du mich garantiert nicht sehen wirst, ist der Friseur. Den Pansies geht's auch gut, danke. Ich, Dennis, gehe nächsten Dienstag schon wieder zum Friseur. War direkt in der ersten Märzwoche. Wie kommt's? Hat er sich verschnitten oder passt es dir aus einem anderen Grund nicht? Oder woran liegt's? Hat's einen bestimmten Grund, lieber Dennis? Schön, dass ihr da seid. Der Claudi, ja genau. Ich wollte gerade sagen, der Equinox und dann die Claudi gleichzeitig. Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Hallo, hallo Claudi. Midnight Faye, hallöle, hallo, herzlich willkommen im Käseburger-Chat. Wie geht's dir? Das ist ja super toll, dass du da bist. Zum ersten Mal dabei, ne? Ich muss mal gerade gucken, ich habe hier ein paar neue Lieder. Nee, habe ich nicht, leider nicht. Ich war nicht kreativ genug. Ich habe neue Follower, Nephiliax und Grumpy Steve. Ja, mit dem habe ich in einem anderen Chat noch geschrieben. Wer ist denn da noch? Warte mal, Nova Now, ja, auch ein sehr, sehr cooler Streamer. Nova-Now, da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Ich finde den Typen total entspannt und total gechillt. Ich schreibe ihn mal in den Chat rein. Also sucht mal alle nach Nova Now. Der Typ ist echt sehr, sehr sympathisch. Und der kennt die Pansies ja auch, ne? Auf jeden Fall noch A11, alles klar, krass. Oh mein Gott. I like it! Ja, komm, als ob du jetzt abonniert hast. Du hast noch gar nichts gesehen von mir und abonnierst schon. Alter. Dankeschön. Okay, jetzt bin ich schon wieder überfordert. Danke. Du siehst mich sprachlos. Was zur Hölle? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Abonniert auf Stufe 1. Midnight Faye. Was geht ab mit dir? Danke. Herzlich willkommen bei den
Herzlich willkommen bei den Cheeseburgern übrigens. Das wollte ich erst noch sagen. Aber jetzt gehörst du schon zur Oberschicht. Danke, danke, danke. Moment, Unique Linchen, was hast du denn geschrieben? Kann ich mir vorstellen, mein Bruder ist genauso, hat auch deine Haarlänge. Nee, es gibt eventuell Farbe in die Haare. Ist nicht dein Ernst? Welche Farbe? Oder willst du uns das noch nicht verraten, Dennis? Da bin ich ja mal sehr gespannt. Dennis kommt morgen an mit türkisfarbenen Haaren oder so. Das wäre mal krass. Ich hatte in der Schule einen Mitschüler, der hat wirklich andauernd eine andere Haarfarbe gehabt. Also wirklich alles, von knallrot, gelb, blau, grün, alles mal durchgemacht. Why are you here? Oh, Alter, dankeschön für den Host. Dankeschön für den Host, Marvin und Midnight Faye. Dankeschön, hallo. Why are you here? Hallo Marvin, hallo, wie geht's dir? Boah, ich bin überfordert, wartet mal. Estella 20, hallöchen, hi, herzlich willkommen. Wow, voll misgendert. Ja, der Claudi. Why are you here? Danke, Yannick. Alter, was ist denn hier los? Der Host-Marathon hat begonnen. Dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Yannick, auf jeden Fall, hallo, schön, dass du da bist. Und was geht bei euch? Ja, Midnight Faye, verdient. Einfach für deine liebe Art. Oh, dankeschön. Ja, die Pansies haben es dir schon gesagt. Wie süß von dir. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke, das bedeutet mir wirklich viel. Schön, dass ihr alle da seid. Wahnsinn. Hallo Daniel, guten Tag. wow. Host Train, ja genau. Wupp, wupp. Der Host Train hat begonnen. Ja, das ist der Timo mit den blauen Haaren. Also blau wird es wahrscheinlich nicht, ansonsten wird es natürlich ein bisschen schwierig, euch auseinanderzuhalten. Ne? Auf weite Entfernung jedenfalls, beziehungsweise dann denkt jeder, dass, wobei ihr könntet dann euer Emote, was ja vorher das T-Mode war, was nur für Timo stand, das könntet ihr doch dann für euch beide benutzen. Das wäre doch eine Idee, oder? ja, Midnight Faye, dadurch hast du jetzt auch exklusiven Zugriff auf das Emote dort. Genau, super. Und du hast den Blauschimmelkäse, den Holy Cheese in Blau, hast du erlangt. Super geil. Ach, das ist ja der Hammer. Musste gleich ausprobiert werden. Danke, dass du da bist. Ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Ich spiele heute bei Fran Bo weiter. Wartet mal ganz kurz, ich habe ja eigentlich schon FSK 18 eingestellt beim Streaming allgemein, aber ich hau das jetzt trotzdem nochmal vorne dran, damit das klar ist. Und hinten dran gleich nochmal die Trigger Warning. Wie gesagt, Leute, ihr seid gewarnt. Das Spiel würde ich ab 18 einstufen, bei manchen Bildern definitiv. Nicht durchgängig, aber bei manchen Bildern, die wir schon gesehen haben, da ist mir ja beim letzten Mal der halbe Chat depressiv geworden und ich kann es verstehen. Es ist echt nichts für schwache Nerven. Also so bestimmte Strecken des Spiels. Es kommen auch noch sehr schöne Strecken des Spiels, so ist es nicht. Aber am Anfang bist du halt wirklich in einer psychiatrischen Anstalt für Kinder und was dort geschehen ist, also das war halt wirklich... Ich weiß nicht, wer von euch dabei war, alle, wer von euch, keine Ahnung, ich kann schon wieder nicht mehr reden, aber das war wirklich harter Tobak. Das war richtig, richtig krass. So, damit wäre auch der Titel mit der FSK 18 und der Trigger Warning ausgerüstet. Alter, Pansy's Pantry, danke, 10 Bits und nochmal 10 Bits, dankeschön. Erst die Herzen und dann... Und dann die Einhornherzen, das sind meine Liebsten. Damit möchte ich auch gerne nochmal die Aurora begrüßen, mein Maskottchen. Das goldene, das Einhorn mit den goldenen Schlappen, das auch Headbangen kann. So. Und für die Pokémon-Fans unter euch, ich weiß nicht, ob ihr Wampel kennt, aber ich finde, dass Aurora ein bisschen wie ein Albino-Wampel aussieht. Es hat genau die gleiche Form, genau die gleichen Augen. So, Liebe an alle hier. Ja, haut mal ordentlich Käseliebe raus. Die Pansies haben es schon gemacht.
Käse lieber an alle, die neu dabei sind, besonders die Midnight Faye. Midnight Faye muss ich wirklich sagen, vorhin haben wir zusammen, oh Gott, ich bin überfordert, sorry Leute, die Wortfindungsstörung kickt wieder. Vorhin haben wir über Instagram geschrieben und das war echt, sorry, ich kann es jetzt gar nicht so wirklich wiedergeben. Ich bin gerade emotional ein bisschen gedämpft. Aber es ist wirklich unglaublich krass, was du alles für liebe Sachen geschrieben hast. Also schaut auch mal gerne bei der Midnight Faye rein. Das werde ich demnächst definitiv auch tun. Abonniert ist sie schon. Du bist einfach nur ein absoluter Hammer. Allein schon, was ich jetzt von dir gehört habe und gelesen habe, das macht dich für mich schon zu einem unglaublich sympathischen Menschen. Also ich denke, sie ist in unserer Runde sehr, 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 sehr gut aufgehoben. So, der Cheeseburgermeister haut die Käse raus. Haut die Käse und der Liebe. Ah, unglaublich. Mein Herz schmilzt wie Käse gerade. Du bist ja auch so ein zart schmelzender Käse. I like it! Was? Alter, ist nicht dein Ernst. Claudi hat ein Abo geschenkt bekommen von Pansy's Pantry? Was? Pansy's Pantry revanchiert sich für das Geschenke-Abo von Saschapedia mit einem Geschenk-Abo an die Community. Holy hell, dankeschön. Ich möchte mich gerne noch viel weiter vor euch verbeugen. Danke, danke, danke. Wirklich, wirklich sehr. Herzlichen Dank, ihr seid ja unglaublich. Danke, ihr lieben Pansys. Oh, und Claudi freut sich. Ich fühle mich auch direkt wohl hier. Das freut mich sehr. Das soll auch genauso sein. Das ist doch dann, wenn Twitch am besten ist, dann ist es ein Ort, wo Leute einfach mal die Welt draußen abschalten können, ausschließen können, bisschen Realitätsurlaub machen können. Und wenn ihr diese Zeit mit mir teilt, dann weiß ich das wirklich sehr, sehr zu schätzen. Also danke, dass ihr hier seid. Und keiner hat euch gezwungen. Es war sehr spontan und ihr seid alle da. Dankeschön. Aurora ist ja Zucker. Ja, ich liebe meine Aurora. Aurora ist der Hammer. Und hat Ähnlichkeit mit Wampel, ja, ne? Oder? Was? Nochmal 10 Bits? Hallo, reißt euch zusammen. Das geht zu weit. Danke, Pansy's Pantry. Danke, danke, danke. Ups, Fail. Ein Bit-Fail. Aber es steht immerhin Show Love da. Das ist doch kein Fail. Ihr habt quasi zweimal Liebe gezeigt. Einmal in Wortform und einmal in Bitform. Dankeschön. Ich sehe es ja auch immer so, Zeit ist das größte Gut, was man verschenken kann. Richtig. Das ist absolut meine Meinung und alles andere zählt nichts. Und genauso soll man auch wirklich jeden Moment, den eine Person einem schenkt, wertschätzen. Denn es kann morgen schon vorbei sein. Menschen ändern sich, Menschen kommen und gehen, damit muss man einfach leben, an etwas festhalten, das lohnt sich nicht. Alter! Pansy's Pantry, 20 Bits für Aurora, hast du das gesehen? Dankeschön, ihr seid so unglaublich süß. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Leute, ihr macht uns alle sprachlos hier, dankeschön. Ich find's geil, dass mein Wörterbuch mittlerweile sofort nach dem Ausrufezeichen Käseliebe anzeigt. Oh, das ist ja so Hammer. Das ist gerade der Grund, warum du so eine unglaubliche kästhetische Käsistin bist, liebe Claudi. Du haust hier so viel Käseliebe raus, dein Handy weiß halt einfach, dass es, dass das einfach zu dir gehört. Das ist der Hammer. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. So viel Liebe gleich wieder hier. Danke, danke, danke schön. Habe ich irgendwas überlesen, Leute? Meldet euch bitte, wenn ich irgendwas Wichtiges überlesen habe. Es ist gerade ziemlich krass hier. Die Story finde ich auch richtig hardcore. Ah, okay. Hast du es schon komplett durchgespielt? Hatten wir es davon schon? Ich weiß es gar nicht, ob wir das schon besprochen haben, ob du Franbo komplett durchgespielt hast. Smart Käse. Ja, das ist ein smartes Käsephone. Alter. Okay, Leute. Ich würde mal sagen, wir fangen an. Ich habe richtig Lust auf das Spiel jetzt. Na, wo sind wir denn? Da ist doch Steam, genau, da will ich hin. Da bin ich Mensch, da kann ich sein. So. Boop. Ach, da ist noch die Webcam-Frame drin von gestern.
Nein, nicht von gestern, von vorgestern meine ich. Warte mal ganz kurz. Ich muss jetzt erstmal herausfinden, wo. I like it! Wie geil! I like it! Ihr habt gerade dem Cheeseburgermeister, also meinem Mod. Nein, meinem Bot. Ihr habt meinem Bot ein Abo geschenkt. I like it! Wie geil ist das denn? Dankeschön, Pansy's Pantry. Alemann 10, Cyrilla, der Sebi, Picochin, die Liebe, die I Goldige. Like it! Alter, Lord Buffmeier. Wer ist denn Lord Buffmeier? Ich wusste gar nicht, dass ein Lord Buffmeier hier ist. Aber die haben alle ein Abo geschenkt bekommen von Pansy's Pantry. Ja, seid, I like it! Seid ihr noch ganz dicht? Alter, hört auf, hört auf, hört auf. Das ist zu viel. Es eskaliert. Ja, total. Danke. Wir wollen die Aurora nochmal sehen. Da ist die Aurora. Die Aurora macht für euch einen kleinen Tanz. So. Ordentlich getwerkt wird auch noch hier. Dankeschön. So. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie ich diesen Webcam-Frame da unten wegbekomme. Ist es der hier? Nein, das ist meiner. Shit. Ah, wie kriege ich denn jetzt euren... Ah, da ist er. Wartet, ich hab's. Nee, das ist noch ein anderer. Ich bin gerade total überfragt. Wartet mal. Boah, ey. Das ist mal wieder meine absolute Ineffizienz hier. Wie kriege ich denn jetzt diesen verdammten Webcam-Frame da unten weg? Wo ist der denn? Ach, da ist er. Alles klar. Gut, ich hab's, Leute. Ich hab's. So. Jetzt wäre alles wieder so, wie es vorher war. Leute, ihr seid ja vollkommen Meschugge. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ich habe noch nicht mal den Chat weitergelesen. Ich bin total fertig. Danke von Herzen, ihr lieben Pansys. Ich kann euch nicht genug danken. Ihr seid zwei Ehrenkäse von Herrlichkeit. Es ist unglaublich. Bitte, Leute, wer noch nicht bei Pansys Pantry war, Midnight Faye, das geht besonders raus an dich. Nova Now, hey ho, hallöchen, schön, dass du da bist. Well, that escalated quickly. Das kannst du aber sagen, Claudi. Und nochmal, Alter, nochmal 10 Bits für was? Für mich? Für Aurora? Ich habe keine Ahnung. Nochmal 20 Bits für den Twerk von Aurora rausgehauen. Alter, ihr seid nicht mehr normal. Die Pansys sind die Besten. Ja, Leute, bitte geht auf den Kanal von Pansys Pantry und Nova Now. Da ist er nämlich. Nova Now habe ich gerade schon angepriesen, bevor er da war. Das sind einfach nur so liebe, authentische Menschen. Ihr könnt auf Twitch keine authentischeren, lieberen Menschen finden. Geht bitte auf Pansys Pantry und Nova Now und folgt denen. Ihr werdet es nicht bereuen. Wirklich. Es ist keine Werbung, für die ich irgendwas bekomme. Das ist nichts, wofür mich irgendjemand belohnt oder wofür ich irgendwas kriege oder worum mich irgendjemand gebeten hat. Das mache ich wirklich von Herzen, weil sie es verdammt nochmal verdient haben. So. Ja, Nova Now, habe ich gemacht. Du warst mir direkt sympathisch. Da siehst du mal. Käseliebe, Dankeschön, Pansys Pantry. Kriegt euch wieder ein. Ich komme ja gar nicht zum Spielen bei eurer Liebe hier. Nova bekommt auch ein Follow. Danke für die Empfehlung. Ja, unbedingt. Echt ganz, ganz, ganz liebe Menschen. Ich sehe hier nichts mehr vor lauter Herzen, Käse und Einhörnern. Ja, also wir auch nicht. No, pst. Dankeschön. Pansys Pantry, es ist kein Witz. Ja, also was ich hier sage, das ist meine ehrliche Meinung zu euch. Bin ich froh, dass ich euch gefunden habe. Echt. Also ohne euch wäre es hier nur halb so witzig und wunderschön. Okay, Leute, ihr haut mich total um. Ich bin gerade vollkommen sprachlos. Ich sitze hier jetzt mit euch. Kann es sein, dass ich hier schon eine Stunde mit euch sitze und habe noch gar nichts gespielt und ihr habt einfach jetzt schon alles vollgehauen? Little Mai, hallo Denise, hallo. Leute, sagt mal alle Hallo zu Little Mai. Das ist diejenige, die mir dieses wunderbare Einhorn geschenkt hat.
Hallo, Little Mai. Hallo, Denise. Dankeschön, dass du da bist. Ich erhebe mein Earl Grey übrigens in meiner Elvis-Tasse. A little less conversation, a little more action, please. Also ich erhebe meinen Earl Grey in der Elvis-Tasse auf euch, ihr abgedrehten Käsebürger. Little Mai ist meine absolut beste Freundin auf der ganzen weiten Welt. Echt. Ich habe mich noch nie verstandener gefühlt als bei dieser Dame. Durch dick und dünn, durch schwere Zeiten, gute Zeiten, die einzige Person, die wirklich durchgängig da war. Für mich. Dankeschön, Little Mai. Und danke von Aurora, dass sie jetzt ein Teil unserer Streaming-Community sein darf. Woo! So. 10 out of 10 Elvis Impressionist. I do my best, echt. Love me tender, love me sweet, never let me go. Und so weiter und so fort. Elvis hatte nie die Möglichkeit, grau zu werden. Ja, leider nicht. Den Typen haben sie auch verheizt. Aber Elvis Liebe für alle Zeit. Du bekommst Herzen von Midnight Fay, Little Mai. Hallo süße Aurora, hallo all ihr lieben Menschen. Ja, Little Mai, du bist der Beste, Erik. Ich drück dich von hier, von fern. Er singt wieder. Ja, das singt er wieder. Es tut mir leid, dass ich heute kein Lied von mir spielen kann. Leute, ich bin echt dazu irgendwie, glaube ich, nicht fähig heute. Ich bin einfach nicht in der Stimmung. Ich würde heute, glaube ich, ich wäre, glaube ich, ein bisschen zu zittrig unterwegs. Also seht es mir bitte nach. Es war klar, irgendwie diese ganzen, ich habe ja versprochen, ja, jeder Stream wird jetzt mit einem Lied eingeleitet. Leute, diese Sachen mit alles und immer und jedes Mal und jeder, das funktioniert bei mir nicht. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Dadurch bleibt es halt was sehr, sehr Besonderes, wenn es dann mal klappt. Aber ich kann mich nicht dazu zwingen, Musik zu machen. Musik ist bei mir kein Job, das kommt aus dem Herzen. Und wenn es da nicht rauskommt, dann kommt es halt nicht. Da kann man nichts machen. Also das ist halt bei mir von Anfang an so. Ich habe gleich angefangen mit dem Streaming-Plan und ich habe ihn nach 2 Tagen schon wieder verworfen, weil das einfach nicht klappt. Echt, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Bei mir funktioniert immer und alles nicht. Deswegen könnte ich Streaming oder sowas auch niemals als Job machen. Weil das ist für mich Emotion, das ist für mich Gefühl, das ist für mich Passion, Herzblut, genau wie Musik. Das geht nicht auf Abruf. Geht nicht auf Abruf. Tut mir wirklich sehr leid. Könnte ich ewig zuhören. Oh, danke schön. Danke. Oh, wir sind ja Mod. Dankeschön. Ach ja, doch, habe ich euch doch gesagt, oder? Ich glaube, ich habe es euch gesagt bei unserem gemeinsamen Stream. Ja, ihr seid Mod. Und die Little Mai ist natürlich auch Mod. Alles gut, musst du nicht erklären. Ja, aber ich erkläre gern, ich möchte gerne transparent sein, was meine Entscheidungen angeht. Damit ihr wissen könnt, was abgeht. Songs nur, wenn es dir danach ist. Du bist ein Künstler und keine Maschine. Dankeschön, dass du es auch so siehst. Sehr, sehr gerne, liebe Nova. Liebere, es ist einer. Nova Now ist einer. Midnight Fay. Ein wahres Wort. Danke, dass ihr alle Verständnis habt, wirklich. Das ist ja das, was die Leute einem immer sagen. Du musst immer das und das machen. Du brauchst einen Ablauf, du brauchst einen Streamingplan. Du musst auf die Wünsche jedes einzelnen Zuschauers eingehen. Du hast ein Produkt, das du verkaufen willst und an den Mann und an die Frau bringen willst. Bla 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 bla. Blib bla blub. Alter. Alter. Grumpy Steve, das kann nicht dein Ernst sein. Grumpy Steve, ist das wirklich dein Ernst? Have you any idea where you are? Where you truly are? Ah! Ruffna raidet mit einer Gruppe von 3 Personen. Dankeschön. Hallo Ruffna. Hallo. Danke für den Raid. Das ist ja der Hammer. Jesus. Holy Jesus Christ. Was ist denn hier los? Danke fürs Berichtigen. Ach, ist doch kein Problem. Konnte man am Namen gar nicht so erkennen. Wir hatten das schon öfter hier, dass Männer für Frauen gehalten werden und Frauen für Männer. Ich habe ja Equinox vorhin auch wieder schon wieder der Equinox genannt. Ich bin so doof.
Sorry, waren vorher mehr. Mach doch nix, Ruffner, das ist ja unglaublich, dass du da bist. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Es weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Danke, dass ihr da seid. Okay, jetzt aber nochmal. Grumpy Steve, du hast gerade 1000. Du hast gerade 1000 Bits rausgehauen. Hallo Erik, wie versprochen bin ich hier. Liebe und Support geht raus, du feiner Kerl. Grumpy Steve, ich bin eh schon emotional ein bisschen angeschlagen. Also du machst mich komplett fertig. Ganz, ganz fette Käseliebe an dich. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade sagen soll. Du warst noch nicht einmal beim Stream dabei und haust hier gleich 1000 Bits raus. Und Midnight Fay? Midnight Fay hat gleich abonniert? Ey, Leute, ich umarme euch alle wirklich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. 1000 Bits und ein Abo von Menschen, die zum ersten Mal da sind. Hallo Erik, wie versprochen bin ich hier. Liebe und Support geht raus, du feiner Kerl. Grumpy Steve, wirklich. Ganz, 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 ganz fette Käse- und Einhornliebe an dich. Wir wissen, wir sind komplett sprachlos. Bist du sprachlos? Ja, sie ist auch sprachlos. Also du hast Aurora und mich komplett zerstört. Du kommst heute nicht zum Spielen. Ja, ich glaub's auch, Claudi. Ich glaub's auch. Kannst gar nicht glauben, wie toll es hier ist. Nova, dankeschön. Ich habe einmal bei dir reingeschaut und ich verlasse mich immer auf den ersten Eindruck. Und ich muss wirklich sagen, der erste Eindruck bei dir war genau der gleiche. Das war so ein toller Moment. Es ist so ein toller Moment, wenn man irgendwo rein raidet oder so. Und dann erkennt man dann, was da für eine tolle Person sitzt. Das kommt echt nicht oft vor. Und danke, dass du da bist, dass du wirklich reinschaust bei mir. Du hast einfach ganz viel Liebe und Support verdient. Oh mein Gott. Ich wollte Käseliebe raushauen für Midnight Fay und Grumpy Steve. Die einfach hier raushauen, ohne dass sie einmal zugeschaut haben. Dankeschön. Dankeschön. Leute, mit Grumpy Steve habe ich vorher in einem anderen Chat geschrieben und mit Midnight Fay habe ich vorhin ein paar Nachrichten auf Instagram ausgetauscht und davor auch schon. Und das haut mich um, denn das beweist, dass halt meine These stimmt. Das beweist, dass man halt als Mensch alleine die Leute überzeugen muss und nicht durch ein Game, durch ein fettes Setup, durch geile Special Effects, durch irgendwelche krassen Kanalpunkte, Verlosungen, blablabla. Ich kann es nicht glauben. Ich habe euch weder angelockt noch gesagt, ihr sollt zuschalten. Ich habe keine Werbung gemacht. Ich habe euch kein Giveaway versprochen. Ich habe kein krasses Overlay. Ich habe keine krassen Effekte, keine krassen Corporations. Ich habe keine krassen Business Partner. Ich habe niemanden an meiner Seite, der mich jetzt hier direkt unterstützt. Und hier kommt einfach mal so viel Liebe rein von Leuten, mit denen ich einfach nur geredet habe. Haut mich total um gerade. Überwältigend. Ja, da werde ich ja ganz rot. Du bist schon rot. In meinem Chat bist du gerade rot. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Nova. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Und Unique Linchen und die Pansys haben nochmal Käseliebe rausgehauen. Siehst du, authentisch sein lohnt sich. Ja, es ist unglaublich. Da hast du absolut recht. Höret auf den Käsepropheten. Nope, ich wurde nicht dafür bezahlt. Mir wurde nichts versprochen. Du hast lange Haare, einen Bart, sympathische Stimme. Für mich genug, jemanden zu unterstützen. Oh mein Gott, von Herzen Dankeschön. Von Herzen Dankeschön, Grumpy Steve. Ich kann es ja gar nicht... Bin auch rot. Nova Now ist in real life rot und im Chat auch rot. Pansys Pantry, komm mit einer hervorgehobenen Nachricht daher. Der krasseste Effekt ist deine Authentizität. Schwieriges Wort. Schön. Well, look who's here. You. How about that? I smell steak. Was für ein geiler Name ist das denn? Dankeschön für deinen Follow. Dankeschön. Wow. Ich bin ja total
Ich bin ja total fertig. Okay, danke, danke, danke. I Smell Steak, finde ich auf jeden Fall, ist ein sehr, sehr geiler Name. Herzlich willkommen bei den Cheeseburgern, mein Freund. Okay, Pansy's Pantry, der krasseste Effekt. Hey, ich hab's richtig gesagt, Pansy's Pantry. Das erste Mal, dass ich nicht Pansy's Pantry oder Pansy's Pantry sage. Der krasseste Effekt ist deine Authentizität, Menschlichkeit und dass du das Herz am rechten Fleck hast. Oh, dankeschön. Dankeschön, das kann ich aber wirklich nur hundertfach genauso zurückgeben. Danke, danke, danke. Ich glaube, ich muss nochmal zurück in den anderen Chat, damit ihr hier seht, wie ich hier vollkommen am Ende bin. Wollte euch nur mal einen wunderschönen Abend und viel Spaß wünschen. Danke. Wenn du wissen willst, wer ich bin, frag Steve. Ah, Smelly. I smell steak. Ist es vielleicht ein Käse-Schnitzel-Steak? Quatsch. Es gibt kein Schnitzelsteak. Wobei, das wäre vielleicht geil. Du machst ein Steak und dann machst du daraus ein Schnitzel und dann überbackst du das mit Käse. Oh, okay, Leute, da geht mir voll einer ab. Käse-Schnitzel-Steak for the win. Midnight Faye sagt zu Pansy's Pantry this. Jawohl, muss ich auch sagen. Danke, dass du gefollowed hast, wirklich. Grumpy Steve schreibt, du auch hier. Genauso geil wie die Person dahinter. Sehr geil. Yay, super. Yo, kurz am Durchsliden. Bin jetzt auf dem Heimweg. Tschüssi, ihr lieben Leute. Tschüss, einen wunderschönen guten Heimweg wünsche ich dir. Und komm gut zu Hause an. Iss was Ordentliches. Vielleicht ein Steak mit Käse und Schnitzel. Oder vielleicht dazu noch einen kleinen Beilagensalat. Mit Mozzarella natürlich. Es muss mit Käse sein. Änder den Titel zu Just Chatting. Ich glaube auch, ja. Also so langsam ist das nicht mehr... Alter. Paniertes Steak. Gibt auch Big Mac Pizza. Oh, Le Big Mac. You know what they call a quarter pounder with cheese in France? They don't call it quarter pounder with cheese. No. They call it Royale with cheese. Royale with cheese. What do they call a Big Mac? Big Mac's a Big Mac. Only they call it Le Big Mac. Le Big Mac. Haha. komm gut heim, Smelly. Sei vorsichtig. Jetzt habe ich Hunger. Ich habe auch Hunger, verdammt. Wir müssen ganz dringend anfangen zu spielen, Leute. Ciao, Smell Steak. Auf Wiedersehen. Ach, da bekommt man Hunger. Wenn man hier Essen hört. Ich habe noch etwas Sushi da. Sushi. Hätte ich jetzt auch Bock drauf, Midnight Faye. Kann ich rüberkommen zum Sushi? Under my mozzarella, Ella, Ella, Geil. Nein, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Oh, verdammt, tut mir leid. Könnt ihr mal bitte der Claudi den Ohrwurm wieder rausziehen? Na, total gerne. Sushi für alle, Käse für alle und Liebe für alle und Sushi für alle. Nova ist auch schon angefixt. Sushi. Gibst du mir was ab? Okay, Midnight Faye, ich glaube, da bleibt nichts übrig für dich. Faye ist übrigens sehr, sehr geil, denn so hieß eine der Hauptpersonen in dem letzten Point-and-Click-Adventure, das ich gespielt habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ist aus demselben Hause wie Deponia und Edna bricht aus. Das hieß A New Beginning. Und die Faye ist darin leider gestorben. Oh mein Gott, es war so furchtbar. Ich habe echt geheult. Das ist vollkommen unerträglich gewesen. Also deswegen, Faye, wunderbar, dass du jetzt auftauchst. Faye lebt noch. Faye ist tot. Lang lebe Faye. Schmeißt mit Mochi um sich. Jawoll, Grumpy Steve. Genauso muss das sein. Dat gibt eine Anzeige. Dat gibt eine Anzeige. Dat gibt doch nicht. Kannst mir doch nicht hier einen Ohrwurm einpflanzen, hör mal. Sommer. Ja, ich kenne Edna bricht aus. A New Beginning leider noch nicht. Oh no, du hast geweint. Total traurig. Bin ich eben wiedergeboren. Yay. Woo. Oh nein, jetzt habe ich dich gespoilert. Ich bin so dämlich. Ich habe eh schon andere Leute gespoilert mit dem Tod von Faye. Aber es wird auch das ganze Spiel irgendwie darauf hingedeutet. Schätzelein. Ich steck dir einen Schokoriegel unter die Achsel. ja,
Spiel aber trotzdem bitte A New Beginning, Midnight Faye. Du wirst es nicht bereuen. Oder schau es auf meinem YouTube-Kanal. Da wird ja alles gespeichert. Übrigens, Leute, natürlich alle gerne auf YouTube abonnieren, denn dort werden alle Streams gespeichert. Yay! Wer hätte das gedacht? Nehme ich in Kauf. Dennis nimmt eine Anzeige in Kauf und singt Rihanna-Covers mit Käse-Touch. Nice. Schätzelein, du solltest Hörbücher aufnehmen oder so Einschlafmeditationen. Ja, wir können auch gerne mal so Einschlafmeditationsstreams machen oder so. Ich mache demnächst mal auch einige Streams, wo ich einfach nur Geschichten vorlese. Wo ich einfach nur irgendwelche Kurzgeschichten vorlese oder Gedichte oder Büchern aus Büchern. Du wärst voll dabei. Ey, das ist so geil. Midnight Faye, wirklich. Danke, dass du da bist. Danke, dass du da bist, du lieber, süßer Mensch. Das hört er öfter, ja. Das hört er öfter. Das stimmt, Claudi. Ich höre das wirklich oft. Oder Synchronsprecher habe ich auch schon oft gehört. Das wundert dich nicht. Oh, ihr seid so süß. Dankeschön. ASMR. Ja, ich habe letztens irgendwas gesehen. ASMR-Stream. Was heißt das denn? Also, dass du die ganze Zeit einfach nur so da reinsprichst. Also einfach nur so ganz nah hier das Mikro besprechen, Schätzelein. Wenn die Zähne erstmal raus sind, hat die Zunge freies Spiel. Hier sitzt aber auch ein lecker Schätzelein. Eine angenehme Stimme ist einfach Gold wert. Dankeschön. Bitte nicht die Geschichte von Rainer Winkler. Wer ist denn jetzt nochmal Rainer Winkler? ASMR können auch Geräusche sein. Ja, aber was machen die denn da? Sitzen die dann einfach nur da rum und labern einfach irgendwelchen Kram stundenlang ins Mikro rein oder was? So, quak, quak, hui, hui, hui. Keine Ahnung, ich weiß nicht. So irgendwas in der Art? Meistens essen? Hä? Oder kratzen an einem Kissen oder so? Okay, Leute, Ach so, man sieht gar nichts. Also man sieht nichts, man hört nur Geräusche, wie jemand isst. Das wird mich total abnerven. Ich kann Essgeräusche nicht ausstehen, nicht mal bei mir selbst. Drachenlord ist Rainer. Okay. Okay, ich merk's mir. Nicht die Geschichten von Drachenlord vorlesen. Lurk ist an. Hallo, Shiurachu. Ach, das ist ja obergeil. Danke für dein Lurch. Dann lurch dich doch mal durch, du alter Lurker, du Lurkerin. Okay, Leute, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich check das Konzept und den Reiz von ASMR gerade nicht, aber vielleicht bin ich auch einfach nur bescheuert. So, Leute, wir fangen jetzt doch mal an zu spielen, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung, ob wir überhaupt noch dazukommen. Oder Klangschalen benutzen und so weiter. Gibt einiges. Ah, das sagt mir schon eher was. Okay, ja. Also einfach so eine ruhige Klangbeschallung. Interessant. Interessant. Hammermäßig. Mache ich auch mal. Kratze ich mir aber dann nicht am Kissen, sondern am Hintern oder so. Ich kratze mir 2 Stunden lang am Sack. ASMR. Okay, Leute, bevor das hier noch mehr ausartet und ich noch mehr unüberlegte Dinge sage, werde ich jetzt doch mal anfangen mit dem Spielchen. Ja, wer weiß. Am Schluss würde euch das noch gefallen. Ich kenne euch doch. So. Let's go. Let's fetz. Spielen wir mal ein bisschen Franbo. Well, no thanks. Habe ich mir doch fast gedacht. Wartet mal ganz kurz. Ich muss überprüfen, ob das hier jetzt im Vollbildmodus läuft. Ja, anscheinend schon. Wunderbar. Alles klar, dann kann's ja losgehen. Jesus, Liebe, lass Didi. Schön, dass du da bist. Der Didi. Unglaublich, dass du da bist. Wunderschön, dass du reinschaust. So, Leute. Ich habe gerade richtig Hunger bekommen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das jetzt durchhalten kann. Aber ich würde mal sagen, wir machen weiter. So.
Hallo, na, wie geht's dir? Irgendeine Idee, wie ich mein Kätzchen finden kann? Kommt darauf an, kleine Dame. Hast du dich schon genug umgesehen, um ihn zu finden? Natürlich, aber scheinbar läuft alles, was ich mache, schief. Oh, meine liebe kleine Lady. Ich wünschte, ich könnte helfen. Aber die, die deine Katze nahmen, sahen aus wie aus einer anderen Welt. Oh mein Gott. Vielleicht hatten sie ein Portal, das sonst niemand sehen kann. Wer weiß. Tschüss. Ein Portal? Was ist ein Portal? Ein Portal, kleine Dame, ist wie eine normale Tür. Glaube ich. Verstehe. Danke, Ratte. Tschüss. Oh! Sie hat mit der gleichen Hand gewunken wie ich. Das gibt's doch nicht. Fran, du bist mein Spirit Animal. Ja, ich bin auch ein Blauschimmelkäse. Ja, du bist jetzt ein Holy Blauschimmel Cheese. Sehr, sehr geil. Na, bist du gut in die neue Woche gekommen? Ja, also up and down, würde ich mal sagen. Auf der Arbeit ist ziemliches Chaos, aber es war ziemlich entspannt. Oh, sie blickt gebannt den Mond an und fragt sich, wo ist mein kleiner Kater? Mr. Midnight. So, jetzt heißt es zurücklehnen und genießen. Genau, lehnt euch doch mal zurück und genießt das wunderbar, völlig harmlose Spiel Franbo. Okay, ich würde mal sagen, wir schlucken unsere Pillen, wir schlucken unsere Drogen und gehen in die Mayhem-Mode. In den Mayhem-Mode. Wow. Okay. Die Ratte hat sich schon mal in nix aufgelöst. Ratte, wer hat dir das angetan? War es mein Kätzchen? Sie sagt immer Kätzchen, aber es ist doch ein Kater. Aber vielleicht kann man Kätzchen auch für Kater sagen. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber ich bin mir jetzt mal ziemlich sicher, dass Mr. Midnight ein Kater ist, oder? Na, dann lasst dich jetzt mal fallen. Ja, ihr bitteschön auch. Lasst euch fallen. Und taucht mit mir ein in dieses wundersame Spielchen. So, hier war, glaube ich, nichts mehr, oder? Ah, genau. Ich habe den Kamm für euch, ihr Lieben. Hallo. Ich habe den Kamm von der narzisstischen Ratte zurück. Hier ist euer wunderschöner Kamm. Oh, sie kämmt den Omas die Haare. Wie goldig bist du denn, Fran? Da freuen sie sich, obwohl ihre Augen bluten. Mietz, Mietz, Mietz. Nein, böse Mietz. Böse Mietz. Mom! Katzen, die Franzosen unter den Tieren. Jawohl, so sieht's aus. Ich fühle mich etwas wie bei Little Miss Fortune. Lastidi kommt nicht von ungefähr. Little Miss Fortune ist der Nachfolger von Franbo. Du siehst hier quasi etwas wie die Vorgeschichte. Ja, beziehungsweise nicht Vorgeschichte, aber es spielt in den gleichen Welten. Es spielt im gleichen Universum. Es war das erste Spiel der Macher von Little Miss Fortune und Little Miss Fortune war das zweite. Ach du, Fran, der Mensch. Du hast es endlich geschafft. Wow. Was passiert gerade? What the hell is going on? Ich hole mir fix mein Sushi und dann bin ich in 2 Minuten wieder da. Mach das, Midnight Fay. Ach, ja, Lastidi, genau so ist das. Lassen sich nichts vorschreiben und stur. Manchmal arrogant. Ja, das kann wirklich sein. Ja, das habe ich auch lauten hören. Was geht denn jetzt ab? Die Omas haben sich in fliegende Wesen verwandelt. Hoffentlich öffnet der Schlüssel die richtige Tür. Jetzt fliegen wir nach Süden. Auf Wiedersehen. Hui! Oh, wie sie dasteht. Oh, wunderschön. Tschüss, leuchtende Wesen. Gute Reise. Cool zu wissen. Danke für die Info. Ja, sehr, sehr gerne. Ich liebe Franbo und ich liebe Little Miss Fortune. Ich kann es gar nicht erwarten, bis das neue Spiel rauskommt. Leute, das
Studio heißt Kill Monday Games. Das ist ein noch relativ kleines Studio und sie haben jetzt schon solche Meisterwerke wie Franbo und Little Miss Fortune rausgehauen. Und deswegen, wenn ihr sie unterstützen könnt, wenn ihr sie unterstützen könnt, die haben angefangen. Franbo ist finanziert, ganz ehrlich Leute, ich habe es gesehen, wie sie angefangen haben. Die haben gebettelt, die haben sich wie Bettler in die Fußgängerzone gestellt und haben für Franbo Geld gesammelt. Und daraus ist dieses geniale, oberkreative, wundervolle, krasse Spiel entstanden. Also bitte, bitte, wenn ihr könnt, bitte unterstützt Kill Monday Games. Bitte, bitte, bitte. Sie haben es so verdient. Stimmt, und Fashion ist auch on point. Ja, hallo, also Claudi weiß genau, was abläuft und Nova auch. Also bei Katzen. Katzen haben keine Besitzer, sondern Angestellte. Ganz genau. Ganz genau. Ja, Didi, die Pansys sind natürlich auch am Start. Also, gute Reise, ihr leuchtenden Wesen. Oh, sie hat schon wieder gewunken. Ach Gott, Fran. Fran, ich liebe dich. Du bist so goldig. Und jetzt haben wir einen Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel und wir haben im Inventar eine Tür. Eine selbstgemachte Tür. Hoffentlich funktioniert sie. Das hoffe ich auch. Ich habe den Schlüssel. Der goldene Schlüssel aus dem Baum. Wer kennt ihn nicht? Dann würde ich doch mal sagen, wir haben einen Schlüssel, wir haben ein Schloss. Da hinten, seht ihr das? Ich hasse diese schwarzen Schatten. Und man kann sie auch hören. Man kann sie auch hören. Oh, das ist echt komisch. Meine eigene Tür ist abgeschlossen. Oh mein Gott. Die sind so gruselig. Die sind so furchtbar. Oh mein Gott, wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Sie suchen uns. Wie geil. Es hat geklappt. Juhu. Okay, will ich da rein? Ja, also wenn ich das hier sehe, wenn ich das hier sehe, dann will ich da rein. Let's go. Was für eine seltsame kleine Tür. Oh je, Alice im Wunderland. Ich frage mich, wohin sie mich führt. Mr. Midnight, bist du da? Oh Gott, wer ist das? Was macht die mit mir? Kapitel 2, Teil 2. Doppelte Persönlichkeit. Oh mein Gott, wo bin ich? Ho! Da ist sie, die kleine Fran. Und sie hat ein Mr. Midnight Hut. Und sie liegt in einem Katzenbett. Und sie hat Fleischstücke zum Essen bekommen. Was ist denn hier los? Es macht so einen Spaß, dir zuzuschauen und mitzufiebern. Was war das für ein Geräusch? Es macht so einen Spaß, dir zuzuschauen und mitzufiebern, Erik. Oh, danke schön. Und danke schön für Käseliebe, ihr süßen Pansys. Danke fürs Abo. Ja, Wahnsinn, oder alle Mann? Unglaublich, die Pansys haben Abo-Liebe rausgehauen, die ihresgleichen sucht. Und Hallöchen, hallo. Hallo alle Mann, schön, dass du da bist. Ich bin hier beim Hutmacher, ja, beim Katzenhutmacher, wie es scheint. Ist das süß? Ja, das denkt man immer erst in diesem Spiel. Und dann passieren sehr, sehr schlimme Dinge. Jesse, hallo. Schön, dass du da bist. Lass dir die Haut Käseliebe raus für dich. Bedien dich an der Liebe und am Käse. Schön, dass du einschaltest. Okay,
Wer sind denn die zwei hier? Okay. Okay. Die zwei Mädels haben Mr. Midnight auf dem Arm. Das macht überhaupt keinen Sinn. Mr. Midnight ist meine Katze. Hm. Mach deine Äuglein auf, Franny. Hä? Was ist das? Ein Hut? Mr. Midnight! Oh nein, dein Kopf! Kätzchen? Warte mal! Das ist nicht meine Katze! Was für ein seltsamer Hut! Wie auch immer, ich muss meine Katze finden. Ich hoffe, du bist hier. Okay. Sehr, sehr, sehr strange, was hier abgeht, Leute. Ich fühle mich auf einmal nicht mehr wohl. Also da waren mir ja die Ratte lieber und die Riesenameise und das Käferschwein und so weiter und so fort. Was ist das für ein Spiel? Ja, Nova. Was ist das für ein Spiel? Du wirst es noch erleben. Man kann es nicht in Worte fassen. Man kann Franbo nicht in Worte fassen. Käseliebe! Ja, danke schön. Leute, schmeißt doch mal eine Runde Käseliebe in den Chat. Danke, ihr seid so süß. Danke, Jesse. Danke, Equinox. Claudi, wollte ich sagen. Hey, Pansy's Pantry. Der Command Käseliebe ist noch für eine Sekunde auf Cooldown. Ey. Ach, der Cheeseburgermeister. Das gibt's doch nicht. Nova now. I am intrigued. Ja, glaub mir. Also, ich erklär's dir ganz kurz. Das Spiel spielt halt mit deinen psychischen Tiefen, könnte man sagen. Also, es behandelt auf eine sehr, sehr abstrakte, aber auch sehr, sehr eindringliche und coole Weise psychische Erkrankungen und andere sehr, sehr schlimme Dinge. Wir hatten schon alles dabei. Wir hatten Vergewaltigung, wir hatten Kindheitstrauma, wir hatten, ihre Eltern sind ermordet worden und wir wissen nicht von wem und es war alles dabei. Lobotomieopfer, die, ja, kommt, ich will gar nicht alles aufzählen, Leute. Ich will gar nicht alles aufzählen. Es war furchtbar. Es war schon so, so furchtbar. Aber wer kann bitteschön der lieben kleinen ich wollte gerade Little Mai sagen. Oh Gott. Ich kann schon wieder nicht mehr reden. Wer kann denn bitte der kleinen, süßen Fran widerstehen? Okay. Im Prinzip pure Traumabewältigung mit kindlicher Horrorfantasie. Sehr schön auf den Punkt gebracht, Midnight Faye. Sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Die sieht ein wenig aus wie Angela Anaconda. Ja, das haben wir auch schon festgestellt. Wobei ich Angela Anaconda gar nicht kenne. Aber ein paar haben das schon in den Chat geschrieben. Seid ihr gut in die Woche gekommen? Ja, also so lala. Auf jeden Fall, es könnte schlimmer sein, es geht auf und ab. Aber heute Abend ist alles viel besser, da ihr da seid. Danke, Leute. Kuss geht raus an jeden Einzelnen von euch. Dankeschön, dass ihr da seid. Bist du nicht der Erste, der das denkt? Ja, bist du nicht, Nova. Definitiv nicht. Okay. Ich fühle mich dezent angesprochen. Oh mein Gott, ich habe gar nicht mitbekommen, was du damit meinst, Midnight Faye. Ich habe deinen Kommentar leider erst jetzt gelesen. So, was liegt denn hier? Ein Brief für mich? Willkommen zu Hause, Kätzchen. Hoffentlich gefällt dir dein neues Bett. Sei nett und friss dein Futter. In Liebe, Clara und Mia. Okay. Clara und Mia sind anscheinend die zwei Mädels und seltsamerweise haben sie Mr. Midnight auf dem Arm, aber sie halten mich für ihr Kätzchen. Sie haben mir einfach so einen Katzenhut aufgesetzt und jetzt bin ich ihr Kätzchen. Strange. Okay. Da lege ich mich nicht rein.
Die bockige Fran ist auch so goldig. Ich sollte lieber versuchen, hier rauszukommen. Natürlich mit meinem Kätzchen, nicht alleine. Okay, Fran, okay. Wir suchen dein Kätzchen, okay? Ein Bild von einer Teekanne mit gemaltem Tee darin. Mit Zitrone und Honig. Ein Bild von einer Teekanne, das habe ich schon mal gesagt. Okay. Was gibt es denn hier alles Schönes? Ein Kopf von einem Menschen, glaube ich. Totenköpfe sehen immer so glücklich aus. Stimmt wirklich, ne? Also Totenköpfe grinsen irgendwie immer. Vielleicht haben sie noch nicht gemerkt, dass sie tot sind. Die schockierte Fran. Oh mein Gott, wie goldig bist du denn? Sind das Augen? Bäh. Leute, ich würde gerne hier raus. Ich würde gerne aus diesem Haus raus. Wo Augen und Schädel rumstehen und uns zwei anscheinend zusammengewachsene Menschen als Kätzchen halten. Holy crap. Oh. Den behalte ich, um meinem Kätzchen leckeres Essen zu machen. Oh, wie süß. Ein Kessel, um leckere Suppe zu machen. Ja, Totenschädel, Augen. Und Fran denkt natürlich nur ans Essen. Es macht Spaß zu sehen, was Leute so im Haus haben. Fran, so eine kleine Einbrecherin hier. Mal sehen. Flaschen, ein Milchkrug und Trockenblumen. Nichts Interessantes. Ich habe erst gedacht, das wäre Kaffee. Das hätte ich sehr interessant gefunden. Vielleicht wollen sie gerne Dinge sehen, also brauchen sie mehr Augen. Ja, das macht Sinn. Ich habe meine Pillen. Mit ihnen sehe ich viele verrückte Dinge. Ja, das kannst du laut sagen. Das kannst du laut sagen, Fran. Okay, was haben wir denn hier zum Beispiel? Na, klingt ja nicht gerade gut. Ja, es geht. Als du versucht hast, es versucht bei... Oh, ich glaube, da ging irgendwas schief. Ja, genau, du hast dich nochmal korrigiert. Nochmal. Als du es bei Instagram erklären wolltest, war selbst Joaquin Phoenix verwirrt. Ja, selbst er. Und er war leicht genervt, weil er es nicht verstanden hat. Der Smiley statt der hier. Ich darf Donnerstag wieder arbeiten. Ja, wunderbar. Das freut mich sehr für dich, Jesse. Super. Wie das Skelett aus Das letzte Einhorn. Ist Denise eigentlich noch da? Ich weiß nicht. Denise, bist du noch da? Okay, was haben wir denn hier? Kekse. Cookies. Lecker. Kekse in allen Farben und Geschmacksrichtungen. Honig. Oh, das ist eine von diesen goldigen Honigbär-Ausdrücktuben-Dingern. So eins habe ich auch mal gehabt. Kennt ihr die? Honigbär, du schmeckst himmlisch. Ja. Okay. Mehl. Ich brauche ganz dringend Mehl. Bei Mehl muss ich niesen. Aber das fühlt sich lustig an. König Leo Backpulver, extra groß. König Leos Backpulver, damit macht man die größten Küchlein. Okay, whatever you say. Kenne das leider nicht, aber das klingt köstlich. Ach, ich glaub's ja nicht. Ein Kiefernzapfen. Ich habe Angst, ihn anzufassen. Ich weiß auch ganz genau, warum. Weil du in der letzten Folge eine komplette Kiefernzapfenfamilie belästigt hast, liebe Fran. Spachtel klingt wie Schachtel in einem Spa. Okay. Aber das ist doch eher ein Schaber. Klingt wie Laber in einem in Scharen oder so. Keine Ahnung, was ich hier labere. Spachtel klingt wie Schachtel in einem Spa. Finde ich aber nice. Finde ich cool. Um meine kleinen Händchen abzutrocknen. Oh, süß.
dann wollen wir doch mal aus dem Vollen schöpfen und gucken uns die Schöpfkelle näher an. Ich habe keine Suppe. Ich brauche keinen Löffel. Okay, okay. Muss man ja nicht gleich hier einen Rage machen. Ich gehe mal zu Lene rüber. Bis später. Bis später, Nova. Schön, dass du reingeschaut hast. Mach's gut. Einen wunderschönen guten Abend. Dr. Cream Fresh Z ist da. Hi! Herzlich willkommen. Like it. Nicht dein Ernst. Ach, du Schande. Pansy's Pantry. Ein Abonnement für Little Mai. Denise, du bist jetzt Abonnentin. Alter Pansy's Pantry, was geht denn mit euch ab? Dankeschön. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Muah, muah, muah. Ihr süßen Ehrenkäse. Das ist ja unglaublich. Oh. Wenn's jemand verdient hat, dann Denise. Das ist der Wahnsinn. Und nochmal Käseliebe von Unique Linchen. Dr. Cream Fresh C. Peace. Alter, ihr macht mich total fertig. Das ist unglaublich. Oh, ein Messer. Jawohl, ich brauche das Messer. Denise sollten wir... Denise wollten wir nicht vergessen. Pansy's Pantry. Ganz ehrlich. Ganz, ganz, ganz viel Käseliebe geht raus an euch. Ihr seid die absoluten Oberkäse-krassen Typen. Ihr seid unglaublich. Dankeschön. Und der Lasti, die haut nochmal Käseliebe raus. Bedient euch. Cream Fresh C. Bedien dich an dem wunderschönen Käse und der Liebe. Das war so klar. Oh, ein scharfes, glänzendes Messer. Könnte noch nützlich sein. Fran, es war so dermaßen klar, dass du aus all diesen Utensilien das Messer mitnimmst. Und natürlich das Backpulver. Nicht zu vergessen das Backpulver. Ein Kocher zum Kochen. Meine Mama hat mir gezeigt, wie das geht. Streichhölzer anzünden mag ich aber nicht. Es fühlt sich immer so an, als könnte ich mein Gesicht verbrennen. Oh, du armes kleines Wesen. Okay, sonst ist hier gar nichts, glaube ich. Schau ich doch mal. Ach so. Ich mache das Fenster zu, damit der kalte Wind draußen bleibt. Okay. Tu das. Feuerholz. Feuerholz, um den Kamin warm zu halten. Well, look who's here. You. Ey, ist nicht dein Ernst. How about that? Vantaya? Vantaya, danke schön für deinen Follow. Danke schön. Du bist ja der Wahnsinn. Vielen herzlichen Dank. Mua. Ey, was ist denn hier los? Helmut Marlboro, der Helmut ist am Start. Jesus. Herzlich willkommen. Mache ich, danke. Ja, genieß den Käse. Was geht? Also ich gehe heute keinen Schritt mehr. Ich bleib hier sitzen. Hier ist so viel Liebe. Es ist unglaublich, was hier los ist. Dirty Linsky, hi. Wie geht's dir? Na, alles klar? Arme Bäume. Ja, die armen Bäume. Ich frage mich, ob sie die ganze Zeit schreien, während sie verbrennen. Hast du gerade gelacht, als du das gesagt hast? Du Sadistin? Also die Fran, die ist schon so ein bisschen angeknackst, glaube ich, oder? Die ist schon so ein bisschen, ja, ich finde keine Worte. Habt ihr das gesehen? Die hat über die brennenden Bäume gelacht. Holy shit. Wir schauen jetzt mal zu Lene rüber. Macht das Pansy's Pantry. Wahnsinn, Lurchen hier ein wenig. Ihr seid die Besten, ihr wahnsinnigen Ehrenkäsis. Dankeschön. Amen, Bruder. Jawohl, Helmut. Hi, grüße dich. Mir geht es gut, deshalb bin ich hier. Oh, wie geht es dir? Ja, mir geht's so lala. Also jetzt geht's mir total, ja, um Längen besser schon, muss man sagen. Bin ein bisschen doof in die Woche gestartet, irgendwie. Emotional gesehen und psychisch gesehen, keine Ahnung. Heute war auf der Arbeit nur Chaos. Aber dann kommt man hier rein und erwartet gar nichts und dann kommt so viel Liebe. Ihr seid einfach unglaublich. Danke, danke, danke schön. Wirklich. Nochmal Käseliebe von den Pansys für dich, Dirty Linsky, und für Helmut und überhaupt alle anderen auch. Cheeseburgermeister, tu dein Werk. Das freut mich aber zu hören, dass es dir jetzt besser geht. Dankeschön, wirklich. Ich danke euch von Herzen. So Leute, jetzt geht's aber los. Wer sind diese beiden hier? Wer sind die zwei? Mr. Midnight? Diese Mädchen? Sie haben mein Kätzchen genommen.
Das geht gar nicht. Das geht gar nicht in Ordnung. Die böse Fran ist natürlich auch sehr, sehr furchteinflößend. Ich will ja nicht egoistisch sein, aber das ist mein Kätzchen. Hm? Aber ich mag ihre blauen Kleider. Hm. Tja, sollen wir sie jetzt mögen oder sollen wir sie hassen? Mr. Midnight, da stampfe ich doch mit dem Boden auf. Da stampfe ich mit dem Boot auf. Boot auf Boden. Okay, Leute, ich wag's ja kaum. Ich wag's ja kaum, aber sollen wir mal in den Mayhem-Mode gehen? Sollen wir mal unsere bunten Pillchen schlucken und schauen, was die andere böse Dimension für uns bereithält? Habt ihr Bock? Habt ihr Lust auf eine Party? Ja! Jetzt müssen alle Ja schreien. Ja, Claudi, ich stampf mal mit dem Boden auf. Mach ich immer. Wenn ich mich aufrege, stampfe ich mit dem Boden auf. Das muss man mir erstmal nachmachen. Ach, herrlich. Ach, ich liebe das, wie sie sich immer so die Haare aus dem Gesicht streift. So, Leute, habt ihr Lust auf eine Party? Let's go. Okay. Ach, du Scheiße. Ja, erstmal die Haare richten. Hauptsache erstmal die Haare gerichtet. Bisher sah die andere Dimension wenigstens ein bisschen so aus wie die andere. Aber was zur Hölle ist das denn jetzt? Patrick, machst du Partei? Na klar, SpongeBob, machst du denn Partei? Ich mach heute Partei. Patrick, machst du heute Partei? Ich mach heute Partei, SpongeBob. Machst du heute Partei? Thaddäus, ich bin bereit. Bereit auszuwandern. Okay, ich glaube, die zwei hier machen heute keine Partei mehr, Leute. Ach du Schande. Ach du Schande. Was zur Hölle ist das hier? Das sind Kinderleichen. Das sind Kinderleichen. Meine ersten Worte, wenn ich mich morgens im Spiegel sehe. Ach, Dusch. Ach was, hör doch auf. Okay. Das ist anscheinend der Mond, der sich hier spiegelt. Leute, ich glaube, wir sind in einem Brunnen gelandet. Und es ist kein schöner Brunnen. Will ich hier sein? Ach, du Schande. Hallo, kleines Baby. Was machst du hier? Oh, mir wird schon wieder schlecht. Ich kann nicht mehr. Niemand liebt dich, aber du bist so hübsch. Ich mag dich. Oh. Immerhin bist du an der Wand. Wie ein Bild. So kann dich jeder sehen. Okay. Oh, du hast es scheinbar gemütlich da, kleines Baby. Alter, was ist das hier? Nein. Hat deine Mami dich fallen lassen? Sie hat das bestimmt getan, weil sie krank war. Es ist nicht deine Schuld. Äußerst gemütlich da. Ja, Midnight Fay. Es ist so gemütlich, dass ich mir gleich in die Hosen mache. Du wirkst frisch. Lebst du noch? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Du bist ein kluges kleines Baby. Du hast deine Plazenta mitgenommen.
brauche die Nummer von dem Inneneinrichter. Ja, absolut. Lass dir auch mal so ein totes, abgetriebenes Baby an die Wand hängen. Die Plazenta ist wie ein Jetpack aus Blut und Nährstoffen. Alles klar. Franbo. Alles klar. Sätze, die noch nie zuvor gesagt wurden. Sieht aus wie bei dir im Keller, Grumpy Steve. Alles klar. Röhrig. 555. Röhrig am Apparat. Tag, Frau Hansen. Haben Sie schon mal im Keller nachgeschaut? Ich glaube, die abgetriebenen Babys sind da. Leute, das ist so krank. Das ist so dermaßen krank. Okay, was haben wir hier? Eine geheime Flasche mit einem Geheimnis drin. Ich bin gerade sehr neugierig. Was könnte es sein? Ich weiß auch nicht. Da hängt ein Stein dran. Lass uns mal noch ein bisschen klettern. Werner, was macht denn das Snüffelstick her? Du Werner, dat jät ja noch. Trinkt ihr? Oh, also das schaffe ich nicht. Ich komme da nicht hin. Ich brauche eine Brücke. Okay, ich glaube, ich habe keine Brücke dabei, oder? So ein Wachsmalstift ist doch eine wunderbare Brücke. Das klappt nicht. Hä? Okay, alles klar. Ich bin doof. Ich gehe wieder runter. Krank ist noch gar kein Ausdruck. Wow! Alter Fran, bist du denn wahnsinnig? Ja, hast du sie noch alle? Ja, bist du deppert? Du kannst mir noch nicht schon erschrecken, du Zipfelklatscher. Okay, ich will hier raus. Ich will hier einfach nur raus und das hier, das sieht verdächtig aus, Leute. Kann es sein, dass da ein Brunnen zugekachelt ist? Warum ist dieser Teil in Schwarz und Weiß gemalt? Weil das Böse darunter lauert. Vielleicht hatten sie nicht genug Farbe, um alles zu malen. Bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, jeder hat einen anderen Stil und Geschmack. Ja... Super. Oh mein Gott. Little Mai. Warst du kurz weg? Little Mai. Die Pansies haben dir ein Abo geschenkt. Du bist jetzt Abonnentin. Du bist Abonnentin auf dem Kanal. Du kannst jetzt auch meine Emotes benutzen und überhaupt. Und du bist jetzt... du hast auch den Holy Cheese. Du hast den grünen Holy Cheese erhalten. Ach, ist das so geil. Ich glaube, du bist jetzt im zweiten Monat dabei. Dank den Pansies. Hammer, oder? Leute, ich muss mal ganz kurz pinkeln. Ich bin gleich wieder da. Rennt mir bitte nicht weg. Bis gleich, ihr Süßen. Mua.
Hallo, ihr Süßen. Ich bin wieder da. Ich habe mir gerade noch schnell ein Müsli gemacht. Ich habe nämlich gerade ordentlich Hunger bekommen bei unserem ganzen Essensgeschwafel. Gehen wir doch mal... kurz mal was checken hier, Moment. So. Ah. Little Mai freut sich. Little Mai freut sich. Super geil. Oh, du folgst den Nova. So muss das sein. Unter dem Fußboden ist definitiv ein Brunnen. Mit toten Kindern. Wobei das wahrscheinlich nur eine Allegorie war, ne? Die waren ja abgetrieben. Das sollte das wahrscheinlich versinnbildlichen oder so. Schauen wir jetzt mal noch ein bisschen hier um. Ah ja. Okay. Das war eine selten dämliche Idee. Ich muss ja hier alles erzählen. Ich muss ja alles vorlesen. Leute, ich komme gleich wieder. Ich esse das ganz schnell fertig, okay? Ich esse es ganz schnell fertig und dann machen wir weiter. Das hat so sonst keinen Sinn. Wollt ihr Essens-ASMR machen? Einfach in den Hals kippen. So, jetzt gibt's Essens-ASMR, Leute. Trichter rein und runter. Geil. Ja, genau so stelle ich mir das auch vor. Ich bin ASMR empfindlich. Ich schlaf echt ein, wenn du weitermachst. Okay, okay, okay. Ich bin gleich wieder da.
So, jetzt aber. Jetzt haben wir's doch. So, ich bin wieder da. Jetzt kann's weitergehen. Tada! Was haben wir denn hier? Ja, ein, irgendwie sieht dieser Bär nicht gesund aus. Dieser Bär sieht sehr aufgeschlitzt aus. Es ist ein aufgeschlitzter Winnie-Pooh. Ich mag Essgeräusche von Hunden sehr gern. I know I'm weird, sorry. Ach was, ganz ehrlich, hier sind alle weird. So sieht's nämlich aus. Ach übrigens, habt ihr schon mein Shirt gesehen? Na, was sagt ihr dazu? Alfred E. Neumann in the house. Okay, Leute, dann schauen wir doch mal, was wir hier haben. Oh, ein tanzender Teddy. Er hat keine Schuhe, der ist aufgeschlitzt. Wisst ihr, ich sehe, dass er aufgeschlitzt ist und sie sagt, er hat keine Schuhe. Was ist denn los mit dir, Mädchen? Alter, mad, yeah, so muss das sein. Was hat er denn sonst noch nicht, außer Schuhen und einer Bauchdecke? Aber er hat eine Krawatte. Ach so, das ist eine Krawatte. Das macht Teddy glücklich. Diese Krawatte sieht aus wie eine aufgeschlitzte Bauchdecke, wie ein aufgeschlitzter Torso. Sieht wie eine Pflanze aus. Da gebe ich dir recht. Sieht wie eine Pflanze aus. Bist du dir da ganz sicher? Sieht wie eine Pflanze aus. Okay. Ah, okay. Nice. Das Fenster ist abgeschlossen. Toll. Okay. Was haben wir denn hier? Noch mehr Blumen. Das sieht ja auch wie eine Pflanze aus. Die riechen nicht. Müssen Plastikblumen sein. Boah, wir wollen keine Plastikblumen. Das ist nicht schön. Oh, ich habe Streichhölzer, um Licht zu machen oder zum Spaß. Okay. Da steht einfach mal Asta drauf. Also diese Streichhölzer sind vom Allgemeinen Studierendenausschuss gesponsert anscheinend. Eine Streichholzschachtel mit vielen Streichhölzern. Hehehe. Und ein Messer. Oh Gott, ey. Ich will gar nicht wissen, wie das hier endet. Bärenkostüm, ja. Midsommar. Midsommar Bärenkostüm, genau das ist es. Okay. Dann schauen wir uns doch mal... Alter, wer hängt denn solche Bilder hier auf? Also ganz ehrlich, guckt es euch doch einfach mal an. Also Augen, ein Schädel, Bilder von Fleisch. Jetzt müsste der von vorhin da sein, der I Smell Steak. Grumpy Steve, du kennst den, oder? Ich glaube, der hat doch bestimmt zu Hause solche Bilder hängen, oder? Einfach von Fleisch, von der Seite, Fleisch von schräg oben, Fleisch im Glas. Einfach wunderschön. Das bringt keine guten Erinnerungen zurück. Warum? Bin ich jetzt zu doof, um das zu erkennen? Oh, okay, was haben wir denn da? Die Tasche riecht komisch. Die fasse ich nicht an. Aber du bist doch so neugierig. Fass doch die komisch riechende Flasche. Man will Tasche sagen. Und man sagt... Also nein. Man will Tasche sagen. Man hat eine Flasche im Kopf. Und was kommt aus meinem Mund? Fasche. Fass doch mal die Fasche an. Okay, sie will nicht. Bohnen mag ich nicht so gerne. Mögt ihr Bohnen, Leute? Was sagt ihr zu Bohnen? Ich finde Bohnen eigentlich awesome.
Das sind 3D-Bilder, hat richtige Steaks an die Wand genagelt. Geil. Mm. Aber die muss man auch mal wieder austauschen, ne? Also, oh ja. Salz, eine sehr gute Zutat. Riecht wie das Gras, das wir im Garten haben. Leute, was ist das hier? Ist das irgendein Gewürz? Ich kenne das gar nicht. Gewürz? Welches Gewürz ist das denn? Oh, es ging auf. Und was ist das da drinnen? Will ich das wissen? Was für ein komisches kleines Ding. Sieht aus wie ein Samen. Okay. Ich frage mich, wer der Champignon ist, denn er ist der Champion. Oh mein Gott, Fran, nein. Hast du nicht gesagt. Hat sie nicht gesagt. Gibt's jede Woche frisch Bohnen? Oh, Bohnen mit Zwiebeln und Speck, so richtig Bud Spencer-Stil. Oh. Mmm, ja. Yeah. Oh yeah. Okay, da sind die Shrooms drin, Leute. Also wenn ihr euch ein paar Shrooms reinziehen wollt, dann ist jetzt der Zeitpunkt dafür gekommen. Ich frage mich, wer der Champignon ist, denn er ist der Champion. Holy shit. Eichhörnchenteile? Das will ich gar nicht wissen. Nein, bestimmt nicht. Ohne Speck. Okay, für Claudi ohne Speck. Mein Kätzchen spielt gern mit Oliven. Okay. Ich glaube, es hält sie für Insekten. Wie geil. Okay, zu den Sachen sagt sie nur eine Sache. Vergesst es. Wenn hier Knoblauch ist, gibt es keine Vampire. Dann sind wir schon mal sicher vor Vampiren, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass uns das viel sicherer macht. Hallo? Pfeffer! Immer gut, um die Suppe zu würzen. Wieso? Hä? Wieso zur Hölle kann ich die Peperoni nicht anklicken? Sorry, Leute, ich kann irgendwie die Peperoni nicht anklicken. Ich hoffe, das ist kein Bug und ich brauche die. Lieber grünes Gemüse. Mh, das ist auch sehr, sehr nice. Nur Puffin gibt mir die Kacke, die ich brauche. Nudelkacke, wat? Wat ist los mit dir? Was ist denn jetzt los? Welche verbalen Ergüsse kommen da aus dem Steve raus? Ich nehme niemandem das Essen weg. Zumindest nicht alles. Ich wollte gerade sagen, du hast doch schon angefangen. Was für eine hübsche Dose. Dann nimm sie doch mit. Okay. Gut, dann nicht. Ich setze mich nicht hin. 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 Okay. Ist noch irgendwas hier? Das Fenster ist abgeschlossen. Toll. Okay, ich muss schon sagen, ich bin sehr, sehr gespannt auf den Rest des Hauses. Ah, das sieht ja fast gemütlich aus. Aber Moment mal. Das sind die zwei Mädchen. Das sind die zwei Mädchen. Und hier sind sie nicht zusammengewachsen. Okay, wir schauen nochmal. Also hier sind die zwei Mädchen doch eindeutig zusammengewachsen, oder? Und hier sind sie dann auf einmal nicht mehr zusammengewachsen. Ich bin ein wenig verstört und verwirrt. Ich habe nur Paquito zitiert. In zwei Asse Trumpfen auf. Oh mein Gott, ah, alles klar, ich verstehe. Was hat es mit diesen Bildern auf sich? Aber Moment, Moment, Leute. Wir können doch noch gar nicht weg. Wir müssen doch erst unsere Pillen nehmen. Aha. Okay. Also wenn wir in dem Haus die Pillen nehmen, dann landen wir immer hier. Hochinteressant. Sag mal was dazu, dass die jetzt getrennt sind auf dem Bild. Hm. Ihre Gesichter kommen mir bekannt vor. Tun sie das? Aber ich bin mir nicht sicher. Könnte es sein? Ich weiß nicht. Woher kennst du sie denn? Wie die Zwillinge aus Shining. Ja, ganz genau. Also wenn das mal nicht den Zwillingen aus Shining
Habe ich gerade Zwilligen gesagt? Hallo, ich bin ein Zwillig. Dieses Knarren der Bodendielen. Ja, definitiv. Wenn das mal nicht den Zwillingen aus Shining nachempfunden ist, ganz ehrlich, dann weiß ich auch nicht. Aber woher kennt Franz sie? Woher kennt sie sie? Okay. Das war eine seltsame Frau. Ich mag die blaue Rose. Ich habe noch nie eine Rose im Meer gesehen. Bestimmt eine tolle Geschichte. Vielleicht gab der Mond ihr die Rose, weil er sie liebt. Oh, wie süß. Wie süß ist das denn? Okay. So ein kleines Haus am Ende der Welt. Ein Strandspaziergang würde nicht lange dauern. Ja, und fertig. Scheinbar lebt hier jemand. Sie haben einen Kamin. Ja, ist ja klar. Ist ja klar, Leute. Das ist das Haus, wo wir gerade sind. Aber wie zur Hölle kommen wir hierher? Und anscheinend haben ja die zwei Mädels meinen Kater geklaut. Das gibt's doch nicht, oder? Bin mal kurz im Lurk mein Insta-Foto machen. Alles klar, bis gleich, Unique-Linchen, bis gleich. Das ist nicht meine Tasse. Ja und? Das hast du bei dem... Das hatte ich bei dem, bei dem Pfeffer und dem Salz doch auch nicht gestört. Das ist nicht meine Tasse. Das ist nicht meine Tasse. Ist ja gut. Schokoladenkuchen. Mein Lieblingskuchen. Soll ich? Ja, du sollst. Gönn dir. Vielleicht nur ein bisschen. Oh, sie isst tatsächlich davon. Lecker. Oh, das ist's ja. Hey, schaut mal. Jetzt sieht man, wo sie mit dem Finger drin war. Oh, ich liebe solche Details, ne? Dieser Kuchen sieht verdammt lecker aus. Dann probier den doch auch. Ich könnte den ganzen Kuchen essen. Dieser Kuchen sieht verdammt lecker aus. Das habe ich schon gesagt. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich bin so hungrig. Es wird schon niemanden stören, wenn eins fehlt. Und zack. Errungenschaft freigeschaltet. It tasted fabulous. Alles klar, Leute. Jetzt haben wir dieses komische Ding hier. Ein seltsamer Samen. Ich frage mich, welche Blume daraus wachsen wird. Und natürlich Pfeffer und Salz. Salz und Pfeffer. Gut, um leckere Suppe zu würzen. Okay. Mit Karamellsoße drüber. Oh, geil. Zucker in vielen Farben. In der Teekanne ist gar kein Tee, sondern Blumen. Tja, so ist das, meine Liebe. Was ist das hier? Oh, eine Vase, um Blumen reinzustellen. Da ist Asche drin. Okay, dann... Eine Blumenvase mit Asche drin. Solltest du vielleicht keine Blumen reinstellen, Fran. Solltest du vielleicht tunlichst vermeiden. Feuerhals. Das da... Habe ich Hals gesagt? Ein Feuerhals. Boah, wenn man scharf indisch essen war, dann hat man einen Feuerhals. Feuerholz. Was hat sie gesagt? Das darauf wartet, verbrannt zu werden. Ich werde mal wechseln. Vielleicht schaue ich nachher nochmal rein. Liebe geht nochmal an alle raus. Vor allem an den Streamer hier. War echt kuschelig hier. Oh, danke schön. Danke schön, Grumpy Steve. Mach's gut. Viel Spaß im anderen Stream. Und toll, dass du da warst. Vielen herzlichen Dank nochmal für deine Bit-Eskalation vorhin. Und überhaupt, dass du da bist. Ich freue mich riesig drüber, dich hier begrüßen zu dürfen. Gemütlich und warm. Ich könnte hier Dinge verbrennen. Dinge, die ich nicht brauche. Aber man weiß ja nie, wann man diese Dinge braucht. Da hast du recht. Also, ich glaube zum Beispiel, dass wir diesen Wachsmalstift nicht mehr brauchen. Aber ganz ehrlich, bevor ich den wegdonnere, behalte ich den doch lieber. Solange er nicht irgendwie mein Inventar vollmüllt. Ich
Ist das ein fliegendes Schwein? Oh, ich glaube, das fliegende Schwein haben wir doch am Samstag in Gartikphone gemalt. Ich frage mich, ob ein freundliches Tier mit uns fliegen würde. Bestimmt. Das wäre eine neue Erfahrung. Nicht, dass ich keinen hätte. Ja, also, Fran, was bei dir in letzter Zeit passiert, ist ja unglaublich. Du ziehst es ja richtig an. Jetzt verstehe ich, was der Hirsch im Krankenhaus wollte. Der Hirsch im Krankenhaus, ich erinnere mich. Dem du den Kopf abgehauen hast. Er wollte seinen Kopf nicht repariert haben. Ja, genau, der wollte genau so da hängen, ne? Das ist deine These. Das ist eine sehr, sehr steile, gewagte These, meine liebe Franbo. Er wollte, dass sein Kopf an der Wand bleibt. Ich Dummerchen. Oh, aber sie ist so süß. So süß. Oh, Leute, ich werde gerade übelst müde. Richtig, richtig übelst müde. Ich will doch noch gar nicht aufhören. Was ist denn los? Und wer sind die zwei da? Und ein Besen. Jawohl, könnte das meine... Ein Besen, um wegzufliegen oder um sauber zu machen. Huh. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte es mir nur anschauen. Ein Besen, um zu fliegen. Hoch! Fran, die fliegende Hexe. Ja! Nice. Die Schublade ging auf. Mal sehen, was drin ist. Oh, was ist das? Kerzen? 5 Kerzen, um meinen Weg zu erleuchten. Süß. Eine Rose. Eine gemalte rote Rose. Die andere war blau. Die Schwestern. Sie sehen sich so ähnlich, aber da sind sie doch schon wieder zusammengewachsen. Warum fragt sich denn niemand, warum die unten auf dem Bild nicht zusammen sind? Rosa und blau. Genau gegensätzlich. Was hat das zu bedeuten? Eine gemalte rote Rose. Wow, was war das denn? Ich habe gar nicht geschaut. Auf einmal kommt hier die Speichertreppe runter. Wer sind denn die zwei? Ein Monster, das Ziegen mag. Oh, ja, die sind voll die Best Buddies. Schau mal, alter Ziege, ich bin für dich da. Dankeschön, Totenschädel. Die Ziege sieht wütend aus. Aber ich werde dir nicht vergessen, was du gestern gebaut hast. Ich glaube, er ist kitzlig oder genervt. Na gut, dann kitzel ich dich halt. Hihi, kille, kille. Okay, ich höre auf. Huhu, rate mal, wer schon wieder bloß ein paar Minuten hat. Wollte der noch kurz Hallo sagen? Ja, Hallöchen, Robert. Was geht denn bei dir ab? Jetzt habe ich's erst Oh, nee. Alter, jetzt habe ich's erst gerafft. Du heißt bestimmt Robert, oder? Du heißt bestimmt Robert. Ich habe jetzt erst gerafft, wo ich es ausgesprochen habe, warum du Robert heißt. Wenn ich jetzt richtig liege, vorausgesetzt. Ey, das ist ja super, mein Freund. Schön, dass du da bist. Wirklich, sehr, sehr schön, dass du da bist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sieht alles ja so wunderschön aus. Fakt, Robert. Jawohl, jawohl. Sehr geiler Name. Sehr geil gemacht. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Wobei, also wenn ich hier drin in den Modus wechsle, lande ich dann immer im Brunnen. Lande ich dann immer im Brunnen? Ja, Tatsache. Nur halt einfach von weiter oben. Und jetzt bin ich wieder unten. Alles klar. Ich hab's kapiert. Okay. Sätze, die man von mir in Rätselspielen nicht oft hört. Ah, ich hab's kapiert. Okay. Wie geht's dir denn, Robert? Robert! Was hat sie gesagt? Hallo? Der Spiegel tut nicht, was er soll. Moment, nochmal. Ein Spiegel. Aber warum ist mein Spiegelbild nicht da? Sehr seltsam. Ja, sehr, sehr seltsam. Sieht auch eher aus wie eine Glasscheibe. Bei dir habe ich natürlich längst begriffen, dass du in echt Käse-Jesus heißt. Ja, genau, du hast es erraten, mein Freund. Sehr, sehr nice. Käseliebe für Robert. Claudi haut Käseliebe raus. Robert! Ein kleines Schlüsselloch. Ich frage mich, ob es dazu einen Schlüssel gibt. Oh, wir werden in die Spiegelwelt gehen, Leute. Hallo? Der Spiegel tut nicht, was er sagt. Was er soll. Jetzt spiegel mich endlich.
Er hat ein kleines Schlüsselloch. Vielleicht ist es nur Dekoration. Das glaube ich irgendwie nicht. Leute, seht ihr das hier? Illuminati, Pentagramm und was auch immer. Das ist doch mal ein sehr, sehr schönes Satanistenbett. Und ich würde mal sagen... Was ist das? Bäh! Das ist das Monster! Wow, krass! Das sehe ich jetzt erst. Das ist das Monster, das uns die ganze Zeit verfolgt. Und so viel Blut. Oh, arme Fran, hab keine Angst. Dann bin ich wohl nicht die Einzige, die ihn sehen kann. Okay, die zwei Mädels können ihn anscheinend auch sehen. Die kennen ihn auf jeden Fall. Und sie sind so dermaßen Fans von ihm. Die schippen den so hart, dass sie ein Bild von dem aufgehängt haben, mit lauter Schrumpfköpfen drumherum. Hält er da einen Kopf? Ich muss vorsichtig sein. Ja, das wäre gut. Hi, meine Käsemäuse und Medieval Death. Hallo, ihr zwei Süßen. Hallo, Medieval. Hallo, Niki. Hallo. Da hat man bestimmt gute Träume drin. Ja, aber definitiv. Ekliger Arbeitstag. Zu spät aufgestanden, zu lange gearbeitet. Gerade dafür ein paar schöne Sachen zu essen gekauft. Oh ja. Freue mich jetzt auf eine ordentliche Brotzeit. Ich glaube, die brauche ich auch gleich. Ich kann, glaube ich, nicht so ewig lang noch spielen, Leute. Denn ich habe wirklich extremen Hunger, trotz Müsli. Ich muss mir was Gescheites noch kochen heute. Das ist doch mein Bild. Copyright. Welches meinst du? Welches? Welches ist dein Bild? Sorry, ich habe rausgeklickt irgendwie. Ich bin irgendwie rausgeflogen aus dem Spiel. Wir haben heute ein großes Käseregal gesehen, das ich an dich denken muss. Ah, wie cool. Also wir. Ey, das ist ja der Hammer. Super, super geil. Das an der Wand, meinte ich. Das hier? Hast du auch so ein Bild? Okay, Leute. Langsam bekomme ich ein bisschen Bammel. Langsam, aber sicher bekomme ich Bammel. Wir sind hier bei zwei kleinen Satanistinnen, die uns als ihre Katze abgestempelt haben. Und die haben Fleischbilder an den Wänden und sammeln menschliche Augen und haben einen Schädel da rumstehen. Also ich bin mir echt nicht sicher, ob ich hier sein will. Ich bin mir nicht sicher, weil es so schön ist, Kappa. Jawohl, Robert. Die Puppe. Hallo, Puppe, wer hat dich denn gefangen? Ja, ich will's gar nicht wissen. Ich will den beiden ehrlich gesagt gar nicht begegnen. Ich hoffe, mir passiert so etwas nie. Ja, und dass dir auch vorher die Kehle aufgeschlitzt wird und der Schritt und die Beine abgesägt werden. Ich glaube, wenn ich clever genug bin, wird das auch nicht passieren. Sehr schön. Du bist optimistisch. Das gefällt mir. Ich frage mich, was das soll mit den Puppenköpfen und den Rosen. Ja, auf jeden Fall sieht es mega monster creepy aus. Das kann ich dir schon mal ganz sicher garantieren. Ich glaube, eines Tages finde ich es heraus. Ja, vielleicht eher als dir lieb ist. Puppen sind wie leere Menschen. Oh mein Gott, schockierende Erkenntnis. Und kann es vielleicht sein, dass du auch bald als Puppe enden wirst? Puppe! Oh, ich habe keine Ahnung. Aber diese Spielzeuge sehen ja auch erheiternst aus, oder? Bäh, diese Spielzeuge sind so hässlich. Ey, no front. Ich hoffe, das haben sie nicht gehört. Oh, jetzt ist sie ganz unsicher. Ich will nicht, dass sie mich fangen und töten. Wow, that escalated quickly. Ist das die Mutter? Das sieht aus wie ein sehr altes Gemälde. Eine Mami, die zwei Babys hält. Okay, die waren also getrennt. Warum zur Hölle waren sie dann auf dem einen Bild zusammengewachsen? Ich verstehe es nicht. Ich frage mich, das sieht aus wie ein sehr altes Gemälde. Ja, ich lese es auch vor allen Dingen immer falsch vor. Also Mona Lisa war anscheinend die Mutter der beiden. Auf jeden Fall, sehr, sehr schön. Ich werde mich hinlegen und schlafen, wenn ich zu Hause bin. Oh, das kann aber noch dauern. Und ich nicke auch gleich weg. Oh, verdammt. Ein Spiegel. Ach so, das habe ich ja schon gesagt. Was haben wir denn hier? Eine Pinzette, um Dinge aufzuheben, die ich sonst nicht aufheben kann. Nice. Sagst du noch was?
eine Pinzette, um Dinge zu greifen, die ich sonst nicht greifen kann. Okay, du hast einfach das Verb ausgetauscht. Hm, das Parfüm riecht wie Teenager. Smells like Teen Spirit. Jawohl. Schön. Sehr mädchenhaft. Ich glaube, ich werde sehr mädchenhaft, wenn ich groß bin. Na, ich bin mir nicht so sicher, Fran. Bin mir auch gar nicht so sicher, ob du das willst. Oh. Alter, mein Herz. Okay. Okay. Das war effektreich. Das war richtig unerwartet. Oh, Alter, meine Pumpe geht auf 180. Oh, nein. Puh, habt ihr es gesehen? Habt ihr es auch gesehen? Super. Jetzt hatte ich kurz minimiert aus Versehen und suddenly... Wow! Ja, da hast du was verpasst. Oh... Alter, meine Pumpe. Ich verpasse immer alles. Es tut mir so leid. Ja, da sehen sie ja auch wundervoll aus mit ihren leeren Augen. Sie sehen sich so ähnlich. Ja, wir haben schon die erste gesehen. Die ist hier reingegangen. Hat die jetzt irgendwas hier verändert? Ich finde, das sieht aus wie ein Teufel hier. Kommt die nochmal? Ach, schade. Tut mir leid, Robert, die kommt leider nicht mehr, aber ich gehe jetzt mal für dich auf den Dachboden. Das ist bestimmt eine super Idee. Oh Gott. Oh Gott, irgendwas hat sich da bewegt. Ah, die Decke bewegt sich. Und das hat sich auch bewegt. Und was ist das hier? Ich hasse Mannequins. Ich hasse alles hier. Skorpionenfenster. Du bist das coolste Fenster überhaupt. Aber der Rest... Oh, ich hasse alles. Du hast mich erschreckt vorhin. Ja, tut mir leid. Oh, tut mir leid. Alter, das war furchtbar. Was ist das denn? Sind das auch die zwei Schwestern? Nur viel, viel älter, oder? Nein, ein abgeschnittener Fuchskopf. Füchschen, oh nein. Ich wünschte, ich könnte dich da rausholen. Die Fuchsfigur wird noch wichtig für Little Miss Fortune. Ein Skorpion. Skorpione machen mich nervös. Meinst du jetzt Menschen? Ich kenne ein paar Skorpione. Mein Vater ist auch Skorpion. Sie haben immer ihren Hintern hoch oben, um dich zu stechen. Kann ich jetzt über meinen Vater nicht sagen. Vielleicht ist es ein Sternzeichen. Ich bin Schütze. Oh. Ich schaue mir das hier ganz am Ende an, Leute. Das schaue ich mir ganz am Ende an. Das ist mir zu idyllisch da drin. Ich muss leider wieder los. Ich hoffe, ich schaffe es bald mal wieder. Ganz viel Spaß und einen schönen Abend in deiner Malle-Residenz. Ja, nice, oder? Super eingerichtet. Ich bin richtig zufrieden. Danke, dass du da warst. Danke. Yes, ich weiß, was du meinst. Käse. Käseliebe. Ausrufezeichen K. Genau, danke schön, Pansies. Danke für die Käseliebe. Ich bin total erschrocken. Habt ihr das gerade gesehen? Ihr wart bestimmt auch gerade weg. Alle waren weg und haben es nicht mitbekommen. Ich habe mich gerade sowas von dermaßen... Oh, erschrocken. Niki, Käseherzen. Nice. Wieder da. Unique Linchen, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ihr wart alle weg in dem Moment, wo ich mich so dermaßen erschrocken habe und geschrien habe. Wart ihr alle weg? Nein! Oh no! Okay, das kommt aber definitiv in mein Highlight-Video, wenn ich eins dazu mache.
Eine Hasenpuppe. Wartest du auf Ostern? Tschüss an alle. Tschüss, Robert. Ja, der wartet bestimmt auf Ostern. Ist ja auch bald da, ne? Legst du Eier oder klaust du sie von einem Huhn? Das frage ich mich auch. Und wie werden die Eier zu Schokoladeneiern? So viele Fragen, so wenige Antworten. Nur ein Hut. Er ist aber ein nicer Hut. Ein sehr, sehr geiler Hut, würde ich mal sagen. Nur ein Hut. Alter, zu allen Sachen sagst du drei Dinge, aber der Hut ist nicht mal einen zweiten Kommentar wert. Nur ein Hut. Nur ein Hut. Nur ein Hut, Hut, Hut. Alles klar. Hut, Hut. Okay, ich drehe schon wieder ab. Bin schon wieder bei den Pokémon gelandet. Niki war da. Niki war da. Es tut mir so leid, Unique Linchen. Ich habe mich so dermaßen erschrocken. Die Spielzeuge auf dem Dachboden sind immer so traurig. Ja, die vergessenen Spielzeuge. Oh, die keiner mehr wollte. Total traurig. Das ist nicht schön. Das ist echt nicht schön. So ein bisschen Toy Story-mäßig, ne? Ja, ich habe mich total erschrocken, Leute. Also, Unique Linchen, das war furchtbar. Ich bin so durch die Tür gelatscht und auf einmal kam eine von diesen kleinen Mädchen. Eine von diesen kleinen Mädchen kam auf mich zu und in geisterhafter Gestalt. Also vollkommen auch ohne Musik oder es war nicht so ein Jumpscare, aber ich bin gejumpt. Meine Fresse. Mit so ganz leeren, blutenden Augenhöhlen. Oh, das war furchtbar. Auf einmal war die da. Ich habe überhaupt nicht mit der gerechnet. Sehr verständlich. Ja, die sind ganz traurig, weil niemand mehr mit ihnen spielt. Ich fühle mit dir. Alles gut. Oh, danke schön. Ich möchte nicht auf dem Dachboden versauern. Du bist ja auch kein Spielzeug. Ganz viel Kleinkram. Ist das der Kopf eines Engels? Auf einem Dachboden findet man immer merkwürdige Dinge. Das kannst du laut sagen. Ein verstaubter Spiegel und ein paar andere Dinge. Ich stecke meine Hände nicht in die Kiste. Da sind bestimmt 1000 Spinnen drin. Ja, das kann sein, aber ich glaube, die Spinnen sind gerade mein kleinstes Problem, wenn ich daran denke, dass hier irgendwas unter dem Laken herumkriecht und sich diese Wiege hier gerade... Nein, nicht Wiege, dieser Kinderwagen gerade bewegt hat. Ich mag mein Kleid, aber die sind auch schön. Ich glaube, die brauche ich nicht. Ich hoffe, niemand steckt hinter der Maske. Ja, das wäre super, da wäre ich absolut erfreut. Eine hübsche Puppe. Ich mag ihren Haarschnitt. Warum sitzt du hier? Es gibt doch so viele Puppen zum Spielen. Moin, hab eben die Meldung bekommen, dass ich ein Abo geschenkt bekommen habe. Vielen Dank. Ja, Picochin, schön, dass du reinschaust. Hi. Pansy's Pantry, diese Ehrenkäse, die haben dir ein Abo geschenkt. Und ich glaube noch 7 anderen im Chat. Es ist unglaublich, was die abgezogen haben. Also, du hast jetzt auch einen kleinen Holy Cheese mit Blauschimmel vor deinem Namen im Chat. Eine hübsche Puppe, alles klar. Was ist denn das hier? Oh, schauen wir mal. Die Schwestern. Ja, nur ungefähr 10-mal so alt. Was ist hier los? Wuhu! Ja, Picochin-Emoji und Jesus-Emojis. Nice. Genauso muss das sein. Rock on. Rock on, my dear. Ja, Leute, das beunruhigt mich doch leicht. Es beunruhigt mich leicht, dass die in verschiedenen Altersgruppen hier auftauchen. Sehr, sehr seltsam. Hoffe, es ist nicht schlimm, dass ich zwischendurch im Lurk bin. Ach, was, überhaupt nicht. Hab leider Spätschicht und muss nebenbei etwas arbeiten. Meh, oh mein Gott, ja. Das tut mir so leid, dass du Spätschicht hast. Das macht überhaupt nichts. Hast du meinen Schrei mitbekommen eben? Ich habe mich gerade sowas von... Ich habe mir sowas von in die Hosen gemacht. Puh. Sie haben die gleiche Jacke wie ich im Krankenhaus. Okay. Die waren vielleicht auch im Krankenhaus, hä? Aber wenn es Schwestern sind, warum sind sie so alt? Wie geil. Als könnte es keine alten Schwestern geben. Ja, aber... Stimmt wirklich halt. Warum sind die auf verschiedenen,
in verschiedenen Altersstadien auf den Bildern abgebildet. Ja, ich hoffe, der Wurde wird geklippt. Nein, aber ich werde ihn definitiv auf Instagram hochladen. Das steht schon mal fest. Oh, ja, die Schwestern. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, was sind das für coole Boots? Diese Schuhe sind mir zu groß. Da stampfe ich gleich wieder auf. Claudi, ich stampfe mit dem Boden auf, wie ich vorhin gesagt habe. Oh yes, na, ich bitte drum. Ja, das mache ich, keine Sorge. Hä? Das ist ja seltsam. Schau mal, auf einmal ist dein Abo-Zeichen weg. Auf einmal ist der heilige Käse weg. Hä? Da werde ich doch zu Tim Allen. Tooltime. Alter, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Das ist ja abscheulich. Ew. Ja, das kannst du laut sagen. Und Unique Linchen einfach nur so, oh. hi. Oh, hallo, kleine Babys. Wer hat euch zusammengenäht? Ja. Sieht so aus, als ob es weh tut. Nicht weinen, ja? Ja, ja, Franny. Du bist mir so eine. Ihr solltet lächeln und nett sein. Zeit zu schlafen. Alter. Okay, Leute, kann es noch schlimmer kommen? Kann es noch schlimmer kommen? Also, auf dem Bild unten waren die... Auf dem Bild mit der Mutter waren die Kinder getrennt. Auf dem anderen Bild waren die Kinder auch getrennt. Dann gab es noch das eine Bild mit dem blauen Kleid, wo sie zusammen waren, wo sie zusammen gewachsen waren. Und hier sieht es dann so aus, als wären sie schon als Kinder zusammengenäht worden, was allerdings gar nicht sein kann, weil wir ja das Bild gesehen haben, wo sie auch älter sind und auseinander sind. Und hier ist jetzt ein Bild. Ah, mit der Zwangsjacke irgendwie zusammen. Die Zwangsjacke verbindet sie irgendwie. Oh, geil. Oh, Leute. These. Kann es sein, dass das die zwei Mädels aus der Anstalt sind? Die nach der Lobotomie? Das kann echt sein, oder? Das waren doch, glaube ich, zwei, die genau gleich aussahen. In der einen Zelle, wisst ihr noch, wo wir im Keller waren? Dort, wo die Experimente gemacht haben. Eine Mischung aus The Hills Have Eyes und Silent Hill. Oh ja. Oh ja. Musste da an American Horror Story denken. Da gab's auch eine mit zwei Köpfen. Eww. Bei Freakshow. Ja, oh Gott, so viele ekelhafte Sachen hier. Sehr gut möglich. Genau, Freakshow war das. Ah, ihr kennt euch aus. Ich kenne das leider gar nicht. Tja, Leute, kann's noch schlimmer kommen? Nein, ich hab keinen Schlüssel. Mr. Midnight, bist du hier, Kätzchen? Miau. Du bist es. Oh mein Gott, mein geliebter Freund, ich habe dich gefunden. Fran, bist du es wirklich? Oh Mann, endlich. Ich trau der Sache noch nicht. Ich trau diesem Braten noch nicht. Ich bin es, komm näher, bitte, lass mich dich ansehen. Ah, er ist es. Oh, Fran, ich bin so froh, dich zu sehen. Mr. Midnight, ich habe dich sehr vermisst. Ich habe von dir geträumt. Und hier bist du. Danke, dass du nicht aufgegeben hast. Ich liebe dich.
Ich liebe dich auch, Mr. Midnight, und ich habe dich wirklich vermisst. Oh, liebe Fran, wie hast du diesen Ort gefunden? Als diese Leute dich in dem Wald fortgeschleppt haben, habe ich versucht, ihnen zu folgen. Ach nee, das hat er gesagt. Nochmal in der Mr. Midnight Voice. Als diese Leute dich in dem Wald fortgeschleppt haben, habe ich versucht, ihnen zu folgen. Aber ich habe mich verlaufen. Meine Sinne waren zu schwach, um dich zu finden. Ich habe versucht, etwas Futter zu fangen, um mich zu erholen, aber etwas ist passiert. Jemand nahm mich und steckte mich in diesen Käfig. Oh, mein Liebling, ich werde diesen Käfig öffnen. Wir müssen zu Tante Grace. Fran, ich bin sehr müde. Ich wünschte, alles wäre nur ein schlimmer Traum. Alles wird gut werden. Wir müssen nur hier raus. Fran, kann ich dich etwas fragen? Klar, Mr. Midnight, was ist los? Hast du meine Präsenz in deinen Träumen gespürt? Natürlich. Ja, habe ich. Du hast gesagt, ich solle die Medizin nehmen und dich finden. Welche Medizin, Fran? Ich habe nicht wirklich mit dir gesprochen. Oh, so eine herzige Szene. Ja, noch. Ich traue dem Braten nicht. Ich auch nicht. Ich traue dem Braten gar nicht, Leute. Und besonders jetzt nicht mehr. Das war nicht Mr. Midnight. Mr. Midnight hat nicht mit uns gesprochen in unseren Träumen. Das war er nicht. Erinnert ihr euch noch daran? Ganz am Anfang, da hat Mr. Midnight uns gesagt, wir sollen die Pillen nehmen. Und dadurch würden wir ihn finden. Okay. Dann muss ich doch gleich mal was trinken, bevor ich jetzt hier weitermache. Ich mache auch nicht mehr lange, Leute. Ich muss unbedingt noch was Größeres essen. Ich glaube, jemand hilft uns, zusammenzufinden. Ach, so meinst du? Ich habe jetzt gleich wieder was Böses erwartet. Das könnte natürlich auch sein. Eine höhere Macht, die uns unterstützt, die auf uns aufpasst. Jedes Mal, wenn ich von dir träumte... Entschuldigung, das ist Mr. Midnight, der redet. Jedes Mal, wenn ich von dir träumte, fühlte ich die Präsenz von etwas... anderem. Wirklich? Was für eine Präsenz? Ich würde sagen, es war nicht menschlich. Aber es war sehr friedlich und nett. Das ist Magie. Immerhin. Nun, was auch immer es ist gut und es führte uns zusammen. Fran? Hast du das gehört? Hast du? Oh, ich schau mal. Ich versuche, den Schlüssel zu finden und dich zu befreien. Ich liebe dich. Mr. Midnight, wir holen dich da raus, okay? Los, Fran. Bitte hol mich aus diesem Käfig. Finde den Schlüssel. Oh mein Gott, ich traue mich ehrlich gesagt nicht mehr runter, Leute. Da unten lauern schon diese bösen Schwestern. Ich glaube, sie sind böse. Es kann ja auch sein, dass sie nicht böse sind. Hier sollte man gar keinem Braten trauen. Oh ja, lass ihn drin. Meinst du tatsächlich, dass Mr. Midnight das Böse ist? Nicht schon wieder, die gleiche Stelle. Was willst du von mir? Dann schwätz doch mal mit mir und hau nicht immer gleich ab. Verdammte Schwestern. Oder war das jetzt die andere? Oh. Oh mein Gott.
Midnight, Faye, das war noch gar nichts. Du hast meine höchsten Schreie noch gar nicht gehört. Oder hast du meinen Kanaltrailer schon gesehen? Hast du meinen Kanaltrailer schon geguckt? Da sind ein paar Highlights aus meinen Horrorstreams drin. Oh mein Gott, nicht mal ich kann so schreien. Brauche ich als Wecker. Einfach die ganze Zeit so, wup, wup. Ich will da nicht runter, Leute. Ich will da nicht mehr runter. Aber wir müssen doch den Schlüssel finden, um Mr. Midnight zu befreien. Oder auch nicht, ich habe keine Ahnung. Oh, ihr habt mich erschreckt. Ja, no shit. Ich dachte, hier lebt niemand. Alter, die sind ja so... Ja, Miko, muss ich mir direkt ansehen. Bin auch so schreckhaft bei Horror Games. Hasse und liebe es zugleich. Ja, ich genauso. Ich genauso. Hör auf zu weinen und geh, Alter. Oh mein Gott, die sehen sogar aus wie die aus American Horror Story Freak Show. Verrückt. Ah, vielleicht ist es ja daran angelehnt. Und so ein bisschen wie die aus Shining, oder? Alter, die sind... Irgendwie sind sie süß, aber die sind auch extrem creepy. Extrem creepy. Und sie sind zusammen. Die sind zusammengewachsen. Aber wie ist das geschehen? Die waren doch mal auseinander. Oder können die beides sein? Okay. Jetzt geht's ab, Leute. Jetzt geht's ab. Oh, ihr habt mich erschreckt. Ich dachte, hier lebt niemand. Da bist du ja. Wir haben auf dich gewartet. Wo ist dein Kopf? Mein Kopf? Mein Kopf ist genau da, wo er hingehört. Du, der Schatz aus der anderen Welt. Wer würde uns schon glauben? Ja, das kann man so sagen. Lustig, ich habe heute im Deutschunterricht meiner Studentin, was heißt Studentin, meiner Schülerin gesagt, okay, nochmal von vorne, ich vermische hier alles in meinem Kopf. Ich war ja mal Unidozent, aber ich bin's ja nicht mehr. Also, ich habe heute in der Deutschstunde meiner Schülerin erklärt, was verwirrt bedeutet. Und jetzt kommt das, ich bin sehr verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Wovon redet ihr? Fran Bo, so heißt du, oder? Und deine Mutter und dein Vater starben tragisch. Sehr brutal, richtig? Und jetzt willst du unbedingt wissen, wer sie getötet hat, richtig? Alter, ihr seid so creepy. Bett und Dot waren die Zwillinge. Ah, okay. Ich kann leider nicht mitreden, ich kenne das gar nicht. Ihr macht mir Angst, woher wisst ihr das alles? Wir wissen es einfach. Wir müssen. Wir sind Teil dieser Welt. Aber sei nicht traurig. Jeden passieren schlimme Dinge. Ständig. Ich wünschte, ich wäre jetzt zu Hause bei Mami und Papi. Verschwende deine Wünsche nicht. Suche nach Lösungen und Antworten. Das sollte ich tun, aber Mami und Papi kommen nie zurück. Trink etwas Tee und iss etwas Kuchen. Dann fühlst du dich gleich besser. Ich bin nicht hungrig. Sagt mir nur, wer euch von mir erzählt hat. Hast du Angst, kleine Fran? Kulturbanause, Alter. Ich werde hier heute sowas von gedisst. Ich bin schon wieder verwirrt. Nein, ich habe ein bisschen Angst vor euch, ja. Ein bisschen. Es ist komisch, wie ich hierher kam. Und dieses Gespräch verwirrt mich. Du hast noch nicht nach deiner Katze gefragt. Mr. Midnight. Ich musste mir kurz die Kanaltrailer geben. Ich hau mich weg. War die eine Szene aus Amnesia herrlich. Nein. Es war, ich glaube, du meinst Layers of Fear. Also es war Layers of Fear dabei und Outlast. Und es war auch noch Slender dabei.
Ja, Mr. Midnight. Ich weiß, was ihr mit ihm gemacht habt. Ihr habt ihn in einem Käfig auf dem Dachboden gesteckt. Ihr Säcke. Das ist sehr seltsam für ein Mädchen, das seine Katze mehr als alles andere liebt. Und dennoch bist du ganz ruhig, als du ihn in einem Käfig fandest. Hungrig und verängstigt. Sollten wir nicht vor Furcht vor dir erzittern? Ich bin nicht ruhig. Ich wollte mich nur vorstellen. Ich bin kein unhöflicher Mensch. Oh. Du willst ihn zurück? Ja, bitte, ich möchte ihn wirklich zurück. Er ist mein bester Freund. Bevor wir ihn befreien, erzähl uns, wie du hierher gekommen bist. Dieses Gespräch gefällt mir irgendwie gar nicht. Das ist doch Spaß, oh du großer Käsekönig. Ich weiß doch, ich weiß. Oh, Leia Sophia, das verwechsle ich. Da gab's auch echt üble Szenen. Outlast war aber das Schlimmste. Oh, da habe ich so geschwitzt. Ja, ich muss aber auch ehrlich sagen, Outlast gefällt mir nicht so gut wie sowas wie Leia Sophia. Oder Amnesia. Das ist mir einfach ein bisschen zu hektisch an manchen Stellen. Ich mag eher so die ruhigeren Horror-Games. Oder ich mag sowas wie das hier viel, viel lieber. Also so etwas, was sich Zeit nimmt und nicht so viel Schocker, ne? Also Outlast war für mich so eine Spur zu viel Schocker und rasant und Verfolgungsjagd und bam, bam, bam und Blut und Blut und Blut und noch krasser und noch mehr Verstümmelungen. Ja. Genau, ich fand, es war fast nur Gehetze. Man wird dauernd gestresst. Ja, also es war halt auch... Es gibt Horror-Games, die finde ich halt extrem erschreckend, aber die stressen mich nicht so. Und Outlast hat mich manchmal echt total begeistert, also wirklich. Es ist ein sehr, sehr tolles Spiel, versteht mich nicht falsch. Super geil gemacht, es hat geniale Szenen, geniale Charaktere und überhaupt alles genial. Aber super Setting auch. Aber manchmal war es wirklich nur bam, 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 ohne Verschnaufpause und weiter und weiter und weiter. Ich habe am meisten diese ruhigen, mysteriösen Momente gemocht, wo du erkundet hast und nicht wusstest, was passiert. Hast du das gerade in deiner Fran-Stimme vorgelesen? Was denn? Hab ich? Habe ich irgendwas in meiner Fran-Stimme vorgelesen? Sehe das genauso. Man bekam einfach keine Pause und das war ein bisschen zu viel. Manchmal ist weniger eben mehr. Da hast du recht. Und genau das ist meine Devise. Ich schraube es wirklich auf das herunter, was ich wirklich brauche und was ich schätze. Und ich genieße Details. Ich genieße es, wenn ich mir eine Umgebung anschauen kann und die Musik hören kann, die Atmosphäre einsaugen kann. Ich bin halt einfach ein langsamer, bedächtiger Spieler. Atmosphäre, ich bin ein Sucker für Atmosphäre. Einfach. Und ich finde, damit ehrt man ja auch die Macher, ne? Wenn man das richtig in sich aufsaugt und wirklich wertschätzt. Moin, Meister! The Agent! Hallöchen, wie geht's dir? Meister! Den Kommi von Faye, ein bisschen wie Fran. Ja, das kann sein. Kann sein, dass ich's gemacht habe. Okay. Bevor wir ihn befreien, erzähl uns, wie du hierher gekommen bist. Na gut, wenn ich muss. Eine lange Geschichte. Ich floh von einem Ort. Ein hässlicher Ort. Sie öffnen die Köpfe von Kindern, um zu sehen, was nicht stimmt. Ja, das stimmt nicht. Phil hat mir ein Geheimnis verraten und ich war clever genug, rauszufinden. Und dann kam ich in den Wald und traf eine riesige Ameise. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie Joaquin Phoenix hier hockt. Weil sie erklärt quasi genau das, wie ich in dem Clip auf Instagram, oder? Und ich tötete einen Käfer und das war schlimm. Oh ja, das war's. Und dann traf ich eine Ratte, die ihre Haare gemacht haben wollte. Vielleicht weiß er auch schon, wie er das zu sprechen hat.
Geht super soweit. Müsste Uni machen, habe aber im Stream von Robert gesagt, ich komme vorbei, also bin ich da. Ach, wie geil. Was ist das für ein Spiel? Das, mein Lieber, ist Tranbo. Ein Horror-Point-and-Click-Adventure. Ja, die narzisstische Ratte, das war die beste. Die narzisstische, selbstverliebte Ratte. Und dann machte ich eine Tür. Und diese Tür führte hierher. Erstmal googeln, worum es geht. Oh, da hast du aber was zu tun. Da hast du was zu tun. Ich glaube, Franbo ist eins dieser Spiele, die du absolut nicht zusammenfassen kannst. Es geht um psychische Belastungen, psychische Probleme, total verrückte Welten, so ein bisschen Tim Burton-mäßig, aber auch Horrorelemente ohne Ende und Alice im Wunderland und Kindheitstrauma und gestorbene Eltern, und es setzt sich auch ziemlich krass mit Themen wie Vergewaltigung und ganz üble Sachen und Abtreibung auseinander, und es ist visuell auch schon echt anstrengend. Also man muss harte Nerven haben, man muss starke Nerven haben für das Spiel, das auf jeden Fall. Hat sie gerade aus dem Auge geblutet, der rechte Zwilling? Oh, ich hab's nicht gesehen. Neues klingt entspannt. Doch nicht entspannt. Doch, doch, also es ist eine seltsame Mischung aus entspannt und nicht entspannt. Es ist entspannt, aber sehr, sehr, ja, man muss halt einfach wissen, ob man damit klarkommt, was man sieht und was man so hört. Auf dem Handy so klein. Okay, kommt, wir gucken nochmal, Leute. Ich guck nochmal ganz genau hin. Also die rechte, ne? Du meinst die hier. Wir gucken nochmal, ob die aus dem Auge blutet irgendwann. Die hier hat so ein kleines Muttermal. wie sie ihr immer die Tasse gibt. Bei mir gibt's jetzt Ofenkäse. Oh, Unique Linchen. Holy shit. Mm. Okay, bis jetzt sehe ich noch nichts. Also, und dann machte ich eine Tür. Und diese Tür führte hierher. Aber als ich durch die Tür ging, geschah etwas. Ah, aber das waren die. Die haben mich gefangen, wisst ihr noch? Die eine hatte so eine Wunde. Die hatte so eine Wunde in der Hand. Und daraus schossen irgendwie solche Blutfäden. Und dann bin ich in Ohnmacht gefallen. Aber die hatte das Kleid an. Das waren sie. Das waren die zwei. Ofenkäse. Käse. Yum, yum. Erzähl mir mehr. Lass ihn dir gut schmecken, Unique Linchen. Ich muss auch unbedingt gleich was kochen. Ich erinnere mich an nichts. Ah, ich habe eine echte Kiefernzapfenfamilie gesehen. True story. Das war, bevor ich hierher kam. Sie leben in Mr. Antonios Haus. Sie mögen Beeren. Es ist so crazy hier. Die füllt ihre Schwester ab. Wenn es so ein Grog ist oder so, ne? Oder so ein Kaffee mit Rum. Geil. Was gibt es denn Feines? Das weiß ich noch nicht, aber bestimmt irgendwas mit Pasta. Denn ich liebe ja nicht nur Käse. Ich liebe auch Nudeln. Okay, also ich glaube nicht, dass sie aus dem Auge geblutet hat. Aus dem Auge geblutet hat. Sorry, ich lerne noch reden. Also ich hab's noch nicht ganz drauf, aber bald. Ah, und ich sah fliegende Insekten, die in den Bäumen festhingen, weil sie langes Haar haben. Ah, das war auch im Wald. Und jetzt bin ich hier. Ich suche Mr. Midnight. Das war ja ein Abenteuer. Wie alt bist du, Fran? Ich glaube, ich bin 10, ne? Ich bin 10 Jahre alt, aber bald werde ich 11. Und ihr? Wir sind 16. Viel älter als du. Also musst du uns gehorchen. Ja, natürlich. Natürlich muss ich das. Was ist das denn für eine Regel? Wobei, das gibt's ja wirklich, ne? Es gibt ja auch Rentner, die denken, sie können ein Arsch sein und man muss sie trotzdem respektieren, weil sie Rentner sind. Gibt's natürlich auch, ne?
Es gibt halt in jeder Altersgruppe gibt's Deppen. Also macht das halt überhaupt keinen Sinn, was ihr hier erzählt. Also, hallo. Immer. Ich gucke nachher bei der Aufzeichnung nochmal. Ja, mach das. Unbedingt. Das wäre ja ein richtig krasses Detail. Tja, ich lasse mir doch nichts befehlen. Ich will euch nicht gehorchen. Ihr könnt mir nicht sagen, was ich zu sagen habe, was ich zu tun habe. Du hast noch nicht nach unseren Namen gefragt. Wie unhöflich. Ich will die gar nicht wissen. Die sind mir piep egal. Ich will meine Katze. Ich will meinen Kater. Und du solltest nicht ohne Erlaubnis in einem Haus herumlaufen. Ah, mir schwant Fürchterliches, Leute. Mir schwant Fürchterliches. Bist du dumm? Ein dummes kleines Mädchen ohne Familie. Alter, geht's noch? Aus dem Nix einfach. Bist du dumm oder was? Assi-Kinder. Ich bin nicht dumm und ich habe eine Familie. Ich habe Tante Grace und meine Katze. Ist es jetzt eine Katze oder ein Kater? Ich komme nicht mehr mit. Weinst du? Denn wenn du es tust, bekommst du Ärger. Gleich erstmal zur Sklavin gemacht werden, ja. Wir sind älter als du, deswegen bist du jetzt unsere Sklavin. Ah, unglaublich. Okay, Leute, ich glaube, wir bekommen gleich Ärger. Kann das sein? Wenn du nicht genau das tust, was wir dir sagen, werden du und deine Katze sterben. Verstehst du das? Tja. Nein, ihr macht mir keine Angst. Befreit meine Katze. Du Idiot. Du wolltest es so. Wenn du nicht tust, was wir verlangen, werden deiner Katze schlimme Dinge passieren. Oh nein, okay, ich mach alles. Wir werden dich zwingen, ihn zu töten. Mit deinen eigenen Händen. Alter, wenn du und deine Katze werden sterben, wenn du nicht unsere Sklavin wirst. Ich glaube auch. Okay, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die noch weiterhin offenden soll. Ich glaube, ich mache mal lieber mit. Oh nein, bitte, ich tue alles, was ihr verlangt. Gut. Jetzt hört gut zu. Du musst einen kleinen Zaubertrick mit uns machen. Magst du Zauberei? Junge, aber echt? Ja, die Annie. Ja, Annie hat auch gezaubert, aber sie hatte keine Ahnung, wie es wirklich geht. Wie auch immer, diese Zauberei ist sehr stark. Sie ist entsetzlich und gefährlich. Hier ist das Rezept. Sei vorsichtig und genau. Sonst können schreckliche Dinge passieren. Schreckliche Dinge. Wow. Mach es dir doch selbst. Nein. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Mach es doch selbst. Wir können es nicht tun. Es würde uns töten. Weißt du, wir waren nicht immer so. Ich finde es toll, wie du mit den Stimmen machst. Einfach. Einfach toll. Oh, danke schön, Niki. Danke. Ich gebe mir Mühe für euch. So langsam merke ich den Vibe, den das Spiel verteilt. Ja, spürst du ihn? Er kriecht mir nämlich gerade die Wirbelsäule runter. Okay. Weißt du, wir waren nicht immer so. Wir waren einst zwei verschiedene Menschen in verschiedenen Körpern. Ja, ihr wurdet doch auch gar nicht so geboren, oder? Ihr meint, ihr wurdet nicht so geboren? Eines Nachts, vor langer Zeit, erschien etwas vor unseren Augen. Wir hielten es für einen Engel, aber es war keiner.
er entschied, dass wir auf ewig zusammen sein müssten. Er verfluchte uns, so zu sein. Wir haben nie verstanden, warum. Wir haben einen Spruch, um ihn zurückzuholen. Aber das tun wir später, wenn wir nicht mehr zusammen sind. Und wir zeigen ihm, dass er machtlos ist. Und er wird es bereuen. Ja, das klingt ziemlich gruselig. Das klingt sehr gruselig, aber ich denke, ich muss es tun. Für mein Kätzchen. Wir werden einige Dinge sammeln, die du für das Ritual brauchst. Wow, Entschuldigung. Und weil du ein blödes Mädchen warst, wirst du nicht mal mit deiner Katze sprechen können. Oh nein, weil ich Widerworte gegeben habe. Du wirst warten müssen, bis wir zurück sind. Hey, Seiskull! Grüße Käsefuß und Chat. Hallo, Seiskull, wie geht's dir? Hi. Schön, dass du reinschaust. Nein, ich will mit ihm reden. Bitte lasst mich mit ihm reden, lasst mich ihn füttern. Nein, das kannst du nicht. Ich glaube, die werden so langsam aggro. Und Fran? Oh Gott, ich finde die so gruselig. Und auf einen Schlag ist die... Auf einen Schlag ist die Musik weg. Puh, das ist so krass, ne? Ich liebe halt einfach diese Art von Horror, wo du einfach nur die ganze Zeit angespannt bist und absolut nicht weißt, was passiert. Hast du kein Beil oder so dabei? Leider nicht. Eigentlich ganz gut, aber ein bisschen müde und morgen wieder früh aufstehen. Und selbst du Verrückter. Alles gut soweit, also es geht mir viel, viel besser jetzt. Also es ist ein sehr, sehr viel Ups und Downs im Moment. Aber vorhin war so viel Liebe schon im Chat und die ganze Zeit so liebe Menschen hier, dass es mich wirklich extrem aufgebaut hat. Das muss man schon wirklich sagen. Einmal in der Mitte durchteilen. Ja, echt. Also wenn ich eine Axt finde, definitiv. Double Kill und du kriegst die Katze wieder. Double Kill, Multi Kill, Monster Kill, Kill, Kill. Okay, Und Fran, siehst du diesen Schlüssel? Kannst du dir vorstellen, was man damit öffnet? Kannst du, du dummes, dummes Mädchen? Oh, Franny ist voll erstarrt. Fran kann sich gar nicht mehr bewegen. Oh. Das Monsterkill klang echt nice. Gernhard Reinholzen. Da hast du deine Musik. Woo, yay. Alter. Oh, jetzt ist sie angepisst. Schaut in diese Augen, Leute. Jetzt ist sie so richtig abgenervt. Tja. Er schon wieder. Aber ich habe meine Pillen gar nicht genommen. Was? Haben wir den schon mal gesehen? Habe ich das verpasst? Das ist der aus meiner Tasche. Naja, er hat das Fenster aufgemacht. Danke. Aber wer ist er? Alter. Dein Kanaltrailer, ich sterbe. Den fand ich auch echt richtig gut. Oh, danke schön, Leute. Danke schön. Habt ihr den noch gar nicht gesehen? Vielen herzlichen Dank. Lurk. Dankeschön, Seiskull. Viel Spaß beim Lurchen. Wer war das denn, Leute? Ein Skeleton. Ein Skeletor mit Zylinder. Okay, das ist der Typ hier. Schaut mal, da ist das Monster. Das ist das Monster, das ich die ganze Zeit hinter mir her habe. Und das ist der andere Typ.
den wir gerade gesehen haben. Das Skelett mit dem Zylinder. Was haben wir denn da vorhin bekommen? Okay. Den alten, verlorenen Jungen beschwören. Okay. Wir müssen den alten, verlorenen Jungen beschwören. Verloren in der Dunkelheit. Verloren in Tränen. Dein Körper wird zur Lüge durch die Hand des einen Engels, der dir Leid zufügen will. Ist das der Engel, den die beiden gesehen haben? Der sie verflucht hat? Man braucht das Herz eines Frosches, den Kopf einer jungen Jungfrau. Alter, sag mal, geht's noch? Also ich finde es schon makaber genug, das Herz eines Frosches rauszuschneiden, aber wo soll ich denn jetzt bitteschön den Kopf einer jungen Jungfrau hernehmen? Oh mein Gott, die wollen mich killen. Die wollen mir den Kopf abschneiden. Haar und Blut einer schwarzen Katze. Ein Pentagramm aus Asche und die verkohlte Leiche eines Fuchses. Oh Gott, ja. Den Fuchs haben sie ja gekillt. Ja, das ist definitiv ein Sektenposter. Definitiv. All dies muss zusammen in einem Topf oder Kessel mit reichlich Wasser gekocht werden. Wenn man den Trank dann zu sich nimmt, wiederholt man folgende Worte. Ma namnubu kaksnai. O ma nai. Irk bonde de ir ibure, esh ibure mon. Kaksnai mabuka, ibure fiven. Fiven, fiven. Mit der Axt nicht durchteilen, sondern beide Köpfe abhauen. Jetzt hab ich's. Ja, genau so müssen wir das machen. Vor allem, wo willst du heutzutage eine Jungfrau finden? Alter. Ja, mal gucken, ne? Mal gucken. Kann ich jetzt raus? Ah. Oh nein, Frosch. Nein, Frosch, ich will dich doch nicht killen. Der Moment, wenn der Buchstabensalat geiler vorlesen kann als ich Deutsch. Danke dir, aber ja, keine Ahnung, was war das denn? Eine Beschwörungsformel, ne? Lass mich raten. Hier kann ich wieder die Pillen nehmen. Zweifler brauchen die Wahrheit auf Papier. Schon wieder diese ekelhaften Adern, die sich über den Boden ziehen. Hallo? Wer bist du denn? Meine Schwester will mich fangen. Aber ich lief fort. Ich habe Angst. Hilfst du mir? Ich habe ein Monster im Kopf. Nö. Ich fahr mal eine Runde Fahrrad. Ein rostiges altes Fahrrad. Mitten auf einer Insel. Sehr seltsam. Rosa Rosen. Au, ich hab mich in den Finger gepiekst. Blöde Rosen. Kann ich mir vielleicht eine abschneiden? Kann ich mir eine Rose abschneiden? Nein. Schade. Schade. Ein großer, großer Stein. Ich lasse ihn hier. Ich glaube auch kaum, dass du den hieven kannst. Okay, Zweifler brauchen die Wahrheit auf Papier. Für welches Alter ist das Spiel ausgelegt? Ich habe keine Ahnung, aber es sollte auf jeden Fall ab 18 sein. Also gerade wegen dem Anfang. Der Anfang war auch unglaublich verstörend und krass. So. Hallo, Herr Frosch. Hey, du. Ja? Wer spricht da? Ich bin eine Kröte. Ich muss dir etwas sagen. Ja, was gibt's? Du schwebst in großer Gefahr. Vertraue den Mädchen nicht. Ja, das glaube ich dir sofort. Warum sagst du das? Schau, Mädchen. Ich bin eine Kröte. Und ich weiß, ich kann hier fortschwimmen. Aber sie lassen mich nicht.
Jedes Mal, wenn ich versuche wegzukommen, komme ich wie von Zauberhand zurück. Das Haus ist wie ein großer Magnet. Ein Kröten- und Katzenmagnet. Sie lieben uns, aber nicht um uns zu lieben. Okay. Reifen vom Fahrrad aufschlitzen. Bisschen Randale machen bei den zweiköpfigen Mädchen. Oh, gute Idee, das machen wir. Nur um uns zu benutzen. Vertrau ihnen nicht. Okay. Ich werde ihnen nicht vertrauen, versprochen. Sie haben dir ein Rezept für irgendwas Magisches gegeben, stimmt's? Entschuldigung? Woher weißt du das? Hast du das tote Mädchen in einem der Zimmer gesehen? Ja, und eben hier auch wieder. Ach, das sind gar nicht die. Das ist ein anderes totes Mädchen. Oh mein Gott. Nun, das könntest du sein, wenn du es herstellst. Sie hat es versucht, aber sie hat es falsch gemacht. Okay. Aber was soll ich denn tun? Ich bin keine kluge Kröte. Aber wenn ich du wäre, wäre ich kreativ. Kreativ. Ich gebe mein Bestes. Und Mädchen, bitte rette uns alle. Ich will wirklich hier weg. Alles klar. Tschüssi. Denk dran, dass du noch kochen wolltest. Ja, ich koche jetzt, Leute. Ich glaube, an dieser Stelle mache ich doch mal Schluss. Aber natürlich schlitzen wir erst noch den Reifen auf. Das versuche ich sicher nicht. Schade. Sehr, sehr, sehr schade. Verdammte blöde ollen Zippen hier. Ich hasse euch. Ach du Scheiße. Ach du Schande. Okay. Mit dir ist es nicht gut zu Ende gegangen, kann das sein? Oh mein Gott. Der Geruch. Die Eule auch, ne? Die wurde geköpft. Den Kopf haben sie schon. Oh ja. Den Kopf haben sie schon. Aber die Tote hat schwarze Haare und der Geist schwarze. Also zwei Tote? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Armes Mädchen. Wer hat ihr das angetan und warum? Na, der Jungfrauenkopf. Aber warum in der Mitte auch nochmal zerteilt? Musste das sein? To that note? Ich muss vorsichtig sein und mein Kätzchen und mich beschützen. Erstmal ein bisschen Platten anhören. Ah, nee, ist eine Kette. Overkill. Ja, die Kette ist noch da, bloß der Kopf nicht mehr, ne? Jens, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Alter, nein, wie geil. Wie geil ist das denn? Antonio. Ach, das waren alles seine Sachen. Die ganzen Instrumente und dieser Begriff Jens statt Jazz. Das war alles Antonio the Greatest, die Riesenameise aus dem Wald. Ach, wie geil ist das denn? Hä? Warte mal, ist das die große Ameise aus dem Wald? Er könnte es sein. Nur etwas jünger. Ja, schau dir die geile Mähne an. Jens, ich glaube, den Namen habe ich schon mal gesehen. Ja, hast du. Du hast seine alten Instrumente gefunden. Oh, ein Plattenspieler. Ich frage mich, ob er funktioniert. Probier es doch aus. Mal sehen. Woo! Jazz. Leute, kennt ihr die neue Stilrichtung Ameisen-Jazz? Oh yeah, baby. Ich bin in einer Hütte gefangen.
Und, gefällt's dir? Oh, er funktioniert. Wuhu. Ich sollte lieber leise sein. Alles klar, Leute. Und mit diesen wunderschönen Bildern entlasse ich euch in den Abend. Ich muss auch unbedingt kochen. Beim Agent gibt's auch was zu futtern. Guten Hunger, Midnight Faye und alle anderen. Wir raiden jetzt noch ganz schnell. Also ich muss jetzt kochen, aber wir raiden noch ganz schnell zu irgendjemandem rüber. Das Spiel hat eine Autosave-Funktion, deswegen kann ich einfach rausgehen. Wartet mal ganz kurz. Und ich würde dann mal sagen, das war's für heute. Jetzt wird gefuttert. Und ich wünsche euch auch noch einen wunderschönen Abend, Claudi. Käseliebe, Käse für alle, Käseliebe für alle. Oh ja, wird Zeit, wieder Energie zu tanken. Gönn dir eine leckere Pasta. Oh, herzlichen Dank für den tollen Stream. Du bist so süß. Ihr seid alle so süß und so tolle Menschen. Danke, dass ihr mich so aufgeheitert habt. Leute, mir ging's echt richtig dreckig vorhin, bevor ich gestreamt habe. Jetzt geht's mir unglaublich viel besser. Danke, danke, danke von Herzen. Ihr seid einfach nur der absolute Ehrenkäse. Mua. Fühlt euch bitte ganz, ganz, ganz fest gedrückt. Tabi schmusen. Und Gruppenkuscheln. Geht raus an euch. Ihr seid ganz tolle Menschen. Danke, dass ihr den Tag, den Abend mit mir geteilt habt. So, ich guck mal ganz kurz, wo wir hinraiden können. So. Käseliebe, erhol dich gut, erhol dich und fühl dich gefluffelt. Oh, gefluffelt. Wie süß bist du denn? Gefluffelt klingt ja mal obercool. Das klingt ja obercute. Virtual Hug, gleich zurück an dich, Claudi. Und natürlich ganz viel Käseliebe auch an dich, Uniklinchen. Und jetzt haue ich nochmal Käseliebe für euch raus. Und dann gucke ich mal. Ganz kurz, ich muss ganz kurz gucken, wer online ist. das wäre natürlich auch cool. Dark Souls, ja, das wäre natürlich auch was. Da könnten wir hinraiden. Wartet mal. Oh, mein Gott, wer ist denn da alles? Oh, Super Mario World. Wie geil. Alter, heute ist jeder. Alter, alle, wirklich absolut alle sind online. Wartet mal, ich gehe mal zu einem, der nicht so viele hat. Ich gehe mal zu einer Person, die nicht so viele hat. Wer könnte es denn sein? Wer könnte es denn sein? Heute raiden wir doch mal. Oh, ist echt schwierig. Ist echt schwierig, das auszuwählen. Kennt jemand das Spiel Unravel? Also auf jeden Fall, Leute. Tulu? Sollen wir Tulu raiden? Aber Tulu habe ich schon oft geraidet. Aber wir machen es, glaube ich, auch heute, oder? Also ich bin mir, oder naja, so oft jetzt auch nicht. Das Spiel ist so süß. Unravel, meinst du? Ich gehe mal, ich raide mal Una Facciola mit Unravel. Weil die Tulu habe ich schon ganz oft gehabt. Okay, wartet mal, ich muss das mal ganz schnell hier eintippen. Oh Gott, jetzt muss die Liebe natürlich so einen total komplizierten Namen haben. Wartet mal ganz kurz. Una-F4-Giola. Una-F4-Giola. Lasst bitte, wenn ihr reinstreamt, schreit alle in den Chat Käsealarm und haut die Käsepunkte raus, haut die Käse-Emojis raus. Das ist auch eine ganz, ganz liebe, die streamt oft mit den Pansies von Pansies Pantry und ich habe die noch nie geradet, ich war auch noch nie bei ihr im Chat und heute ist mal der Tag gekommen. Also Una-F4
Giola. Okay, sollte stimmen. Ich starte es mal. Ja, ist richtig. Alles klar, Leute. Wenn ihr gleich reinkommt in den Chat, bitte, bitte alle Käsealarm reinplärren. So richtig die ganze Käseliebe raushauen und die Herzen und den Käse einfach überall verströmen. Ich habe euch alle ganz doll lieb, Leute. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ihr habt meinen Tag gerettet, wirklich. Ihr habt meinen Tag gerettet. Mua, mua, mua. Dankeschön. Ai, ai. Danke, Midnight Faye. Ich finde es immer so toll, wenn Leute das mitmachen. So, also dann, Leute, macht's gut. Habt noch einen wunderschönen guten Abend. Denise, bist du dabei? Wuhu! Wir raiden. Alles klar. Denkt dran, Käsealarm reinhauen und habt einen wunderschönen Abend. Guten Appetit, wenn ihr noch was esst. Und nachher dann gute Nacht, süße Träume und morgen einen wunderbaren Start in den neuen Tag. Ihr wundervollen Cheeseburger. Drückt euch. Ab geht's. Ganz lieben Dank für den Raid. Ich sterbe natürlich jetzt nur wegen Ablenkung. Nein, ich sterbe hier die ganze Zeit gerade. Ich bin ein bisschen...